Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Und heute mit dabei illustre Gestalten. Ich gerade, Moment. Ohne weißen Strich im Bild. So, illustre Gestalten. Zum Beispiel Lilio als Dr. Angela. Schönen guten Abend. Und der Rerion als Ronan. Hey. Und Feramin als Samantha. Hallo. Und last but not least, Kako spielt uns heute den Bruce. Guten Abend. Viele Hüte heute im Stream. Zwei. Zwei, ja. Wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition und zwar immer noch in der Stadt ohne Namen an der Grenze zu Mexiko in Texas, USA und wir sind im Jahr 2019 angekommen, im Januar 2019 und für alle, die jetzt zum ersten Mal zuschauen und es noch nicht wissen, Vampire gehört zur World of Darkness und das heißt, wir werden auch es kann sein, dass düstere Themen vorkommen, die nicht für jedermanns die nicht jedermanns Sache sind. Falls ihr euch irgendwie angegriffen oder sonst irgendwas fühlt, schaltet doch lieber aus und guckt irgendwas anderes. Und bitte trennt ganz doll, was wir als Spieler hier machen, von dem, was unsere Charaktere und NPCs hier anstellen. Denn wir spielen alle Rollen und das sind nicht wir selbst, die uns hier präsentieren. Ja. Okay, das als Disclaimer vorneweg und wir fassen nochmal ganz kurz für die Leute zusammen, was beim letzten Mal geschehen ist. Wir haben ja den Übergang ins neue Jahr mit einem großen Knall begangen. Und das musste natürlich alles noch ein bisschen ausdiskutiert werden. Außerdem hat Dr. Angela einen Besuch gekriegt vom Dicken, dem Nosferatu des Klüngels, der ihr offenbart hat, dass der Klüngel immer noch existiert, zumindest nach ihm und nach seinem Freund John. Was für Dr. Angela vielleicht eine relative Neuigkeit war, aber sie das, glaube ich, ganz positiv aufgenommen hat. Außerdem hatte der Dicke ein Angebot für Ronan, was Dr. Angela überbringen sollte, nämlich das Angebot, bei der Polizei sämtliche Beweise zu vernichten, die sie gegen Ronan in der Hand haben oder gesammelt haben in Ronans Haus. Und als Gegenleistung sollte Ronan als neuer Sheriff der Stadt doch das Suchen einstellen und John nicht weiter behelligen. Genau. Und Samantha hat weiter gebaut an ihrem großen Bauunterfangen, die Disco, die sie ja eröffnen will, oder das Tanzhaus, oder wie es uns auch immer in Neue Deutsch heißt. Und es geht voran, aber es stehen einige Gespräche an, die Sam noch führen muss, weil sie hat ja jetzt nur auch den Job der Harpie übernommen und eigentlich weiß sie noch nicht sonderlich viel über die ganzen Vampire in der Stadt. Da muss man sich noch ordentlich mit Informationen versorgen, um einer Harpie ganz gerecht zu werden. Ja, das ganz kurz nur so die wichtigsten Details aus der letzten Folge. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch nachschauen auf YouTube. Sei euch ins Herz gelegt. Und wenn ihr von Blood and Sand nicht genug kriegen könnt, empfehle ich euch auch den Patreon-Account. Da könnt ihr nämlich Kurzgeschichten lesen. Die jeden Monat wird eine veröffentlicht, die meine Spielerinnen und Spieler zwischendurch so fabriziert haben. Und die vielleicht ein bisschen mehr Einblick in das geben, was so im Hintergrund passiert. Wir hängen da ein bisschen zurück. Wir sind da, glaube ich, noch Anfang Dezember mit den Kurzgeschichten, aber ist für die Rückschau gar nicht so schlecht. Immerhin hab ich ja gesehen, einige sind auch ganz neu dazu gekommen und fangen gerade erst an, diese Runde zu sehen. Ja. So, und wir sind heute immer noch in dieser Stadt ohne Namen unterwegs, die deswegen für die Neulinge nochmal erklärt so besonders ist, weil sie hat wirklich keinen Namen und die Menschen, die da leben,
oder die außenrum sind, scheint das auch nicht großartig zu interessieren, dass die Stadt keinen Namen hat. Und die zweite Besonderheit dieser Stadt ist, dass Vampire die Stadt nicht verlassen können. Zumindest hat Aisea und haben Jelly das versucht, aber sind kläglich gescheitert. Zumindest hatten sie so starke Schmerzen, dass sie eine Art Barriere an der Stadtgrenze nicht überqueren konnten, ohne dabei zu verbrennen. Ja, Ronan hat so seine eigenen Problemchen. Der ist ja dem Stalker, den Sam in der Wüste getötet hat, noch einmal postmortem noch einmal behelligt worden mit einer richtigen krassen Aktion, indem er mit Feuer quasi seinen vollen Namen auf ein Gebäude drauf gebannt hat. Deswegen sucht gerade die ganze Stadt nach einem Ronan O'Connor. Und deswegen muss Ronan sich ein bisschen bedeckt halten, obwohl er eigentlich der Sheriff der Stadt ist. Bruce sucht immer noch weiter nach den Anarchen und hat versucht, in einer Mine, wo er Pranava hat verfolgt, hat da versucht, Leute zu finden. Hat auch Überreste gefunden von Leuten, die da wohl wohnen, aber keine Menschen angetroffen und keine Vampire. Seine Sire, die Anna, sagte, dass da früher die Anarchen auf jeden Fall gewesen wären, aber jetzt gerade anscheinend nicht. Und außerdem hat Bruce sich auf die Agenda geschrieben, jetzt endlich einmal danach zu suchen, was denn mit der zweiten Inquisition in der Stadt so los ist. Denn die haben seiner Sire natürlich auch ordentlich zugesetzt. Und das muss ja auch, darf ja nicht ungesühnt bleiben, nicht wahr? Während Dr. Angela ganz eigene Pläne verfolgt, nämlich sie versucht, einen Fuß zu fassen beim Krankenhaus der Stadt, das dem Alcavianer-Privogen gehört. Also zumindest ist es eine Domäne. Und der angeblich sehr eifersüchtig auf dieses Krankenhaus achtet und keine anderen vampirischen Aktivitäten dort zulässt. Aber da steht ein Gespräch an, weil Dr. Angela hat da vielleicht das ein oder andere Angebot, was man ihm machen könnte. Wenn nicht, dann macht man einfach ein Konkurrenzkrankenhaus auf vielleicht. Ich meine, unsere Zielgruppen sind schon ein bisschen anders. Ja, immerhin ist Dr. Angela ja auch Primogen und als Brucher Primogen, als einzige Brucher in der Camarilla dieser Stadt, schon einiges an Macht, allerdings bisher noch keinen Support weil halt keine anderen Brucher da sind. Die anderen Brucher sind, wenn dann, Anarchen. Tja, ich kann es ihnen nicht übel nehmen. Oder du weißt nur nicht, dass es andere Brucher in der Stadt gibt, vielleicht. Das könnte auch sein, ja. Ich weiß halt, dass Adam irgendwo sein muss. Ja, aber der ist ja definitiv Anarch. Das ist richtig. Aber trotzdem in der Stadt eventuell. Ja. Oder er hat eine Chance gefunden, rauszukommen. Oder das. Was nämlich das nächste große Anliegen unserer Vampire ist, sie versuchen, die Stadt zu verlassen oder einen Weg zu finden, die Stadt zu verlassen. Und es gibt wüste Spekulationen, die aufgrund von Recherchen von Jelly irgendwie die Runde machen, dass es irgendeine mysteriöse Kraft unter der Stadt geben muss, irgendwo in den Katakomben unter der Stadt, vielleicht bei den Nosferatu, irgendwo in den Gängen und Subsystemen, die es da unter der Stadt gibt, und irgendwelchen Tunneln, dass es da irgendeine mysteriöse Kraft geben muss, die irgend alles beeinflusst hier in dieser Stadt. Wer weiß. Ja, vielleicht starten wir die Runde heute mal. Wo starten wir denn? Wir können das eigentlich mal auswürfeln. Wir machen einfach mal alle einen Hunger-Dice von euch irgendwie, damit ihr mal irgendwie alle aufwacht. Weil wir haben einen kleinen Zeitsprung gemacht vor der letzten Session. So anderthalb, zwei Wochen nach vorne gesprungen. Das heißt, die Vampire müssen natürlich auch alle aufwachen. Da rollen sie rein. Und ich glaube, Sam hat's geschafft. Aber alle anderen bisher nicht, ne? Und ja. Ronan fehlt noch. Was war da zu Rufen des Blutes oder wie? Rouse-Check, ja. Und auch da steigt der Hunger um 1.
Ja. Und wenn ich mir die Würfel so angucke, dann ist der niedrigste Würfel, glaube ich, der von Ronan. Das heißt, dann fangen wir doch da mal an. Nee, der von Bruce, oder? Bruce hat eine 2. Bruce eine 2, ich hab's gerade ja, nicht. Ja, oh, dann fangen wir mal bei Bruce an. Ne? Wenn dann schon, denn schon, ne? Dann fangen wir bei Bruce an. Was hat Bruce denn so vor in der nächsten Zeit? Oder was hat er gemacht in den in der kleinen Downzeit, die wir hatten? Da Anna ja meinte, dass da eigentlich bisher immer die Anarchen rumgelungert haben in dieser einen Höhle, wäre er dann doch in dieser Woche, die jetzt verstrichen ist, immer mal wieder dahin gegangen, als hätte erstmal das geprüft, oder ob sich da generell irgendwas verändert hat, irgendwie ob die Sachen mitgenommen wurden oder so, zu einem Zeitpunkt, wo er aber nicht da gewesen ist. Ansonsten hat er ja noch so ein bisschen was bei sich zu Hause zu erledigen. Erstmal, also muss ja wahrscheinlich entweder die Couch flicken oder eine neue Couch besorgen. Ist ja eines von beiden. Und ansonsten sich eventuell mal erkundigt, ob Henry wieder da ist aus seinem Urlaub. Der war ja irgendwie bei der Waffen-Dingsbums, bei der Waffen-Con. Ob der halt noch quasi noch mehr weiß oder ja, generell ist man schon, ob der ist. Ansonsten eher wirklich halt vielleicht 2-3 Mal noch einmal zu der gleichen Höhle hingegangen, wo er die Anarchen theoretisch vermutet. Oder Anna sie vermutet. Ja, also da werden keine Leute auftauchen. Also wirst du keine vorfinden. Allerdings hin und wieder die Räumlichkeiten ein bisschen verändert vorfinden. Also vielleicht sind da zum Beispiel die Bibel, die du gesehen hattest auf dem einen Nachttisch, die wird dann irgendwann weg sein. Das heißt, zwischendurch müssen da wohl Leute da gewesen sein. Okay. Gut, also das ist ja... Ansonsten ist nichts Großes passiert irgendwie, also da war ja auch noch teilweise so persönliche Sachen, die wurden nicht mitgenommen. Ja, doch solche kleinen persönlichen Sachen, die sind dann halt zwischendurch dann verschwunden. Okay, also, ja, dann sind die da. Okay. Ja, ansonsten wird wahrscheinlich Bruce in dem Moment, wenn er gerade aufwacht, er wacht ja relativ früh auf, gerade wenn die Sonne noch so ihre letzten Strahlen abwirft, dann würde er halt so schon mittlerweile durch seine Routine erstmal alles soweit vorbereiten, wenn Anna aufwacht. Das dauert ja meistens noch ein bisschen länger, weil die nicht so menschlich ist wie er. Allerdings dann wahrscheinlich erstmal so eine Zeit irgendwie bedroppelt auf der Couch sitzen, die jetzt wahrscheinlich schon geflickt wurde, die jetzt halt auch aussieht wie so eine Flickenhose. Komplett hätte dann den Katzen noch was gegeben. Und ansonsten, ja, wahrscheinlich, weil ihm das trotzdem komisch vorkommt, oder halt einfach auch vielleicht, um zu wissen, wo die überhaupt sind, würde er sich mal aufmachen zu Angela, wo er Angela vermutet. Also er hat ja keine Ahnung, er wusste nur, dass die bei den ich wollte eben gerade Ruine sagen, in diesem Bürogebäude, danke, arbeitet. Ja. Da bin ich auch noch. Ja, dann findest du Angela ja davor. Können wir da ja direkt Angela mit einbeziehen. Richtig. Hallo? Ach, Bruce, du bist's. Komm rein. Und, ist da so ein Knauf? Ja. Oder? Ich weiß ja nicht. Ja. Ich denke schon, dass du einfach reinkommen kannst. So häufig, wie Leute einfach reingekommen sind bisher, wirst auch du einfach reinkommen können. Okay. Hat denn Angela ein bisschen umdekoriert, seit sie da jetzt alleine wohnt? Also sie hat zumindest alles, was so übrig wird, tatsächlich in quasi einen Raum reingestellt, so wie es geht. Halt, vor allen Dingen hat sie jetzt einen relativ großen Schreibtisch bei sich, wo sie auch gerade drüber hängt. Und über einem Stapel Dokumente drüber hängt. Ich weiß nicht, ob Bruce sich dafür interessiert, was da so steht. Wahrscheinlich eher nicht. Okay. Also er ist dann auch nicht, er will ja auch nicht neugierig sein, da irgendwie nachgucken. Deswegen schaut sowieso gerade so ein bisschen nach unten mehr so hi. Ich schiebe mich dann so durch die leicht geöffnete Tür durch und schau mich erstmal um, ob ich noch irgendwo den Dicken oder so sehe. Wenn ich überhaupt sehe. Erwartest du jemand anderen hier? Nein, ich will nur nicht wieder von dem Großen erschreckt werden. Ist er hier? Schau mich so nicht so rechts. Wenn, dann wüsste ich es auch nicht. Okay. Ich mach dann so langsam die Tür zu.
kratzt sich so ein bisschen am Kopf. Man sieht so, also seine Haare sind ja nie wirklich gemacht, aber die sind jetzt echt so ein bisschen zerzauselt, weil er hat sich dann so auf dem Weg zu dir hin irgendwie auch immer so die Haare gerauft. Auf jeden Fall kein Ausgerissen dabei. Und er steht dann so ein bisschen erstmal da vor dir schweigend und Möchtest du dich hinsetzen? Kann ich irgendwas für dich tun? Du siehst ein wenig durcheinander aus. Ja, nein, das ist ich bewege mich dann erstmal so ein bisschen, also ein bisschen hektisch, hibbelig auf und ab. Du bist doch mittlerweile primogen, den Dingsens. Ja. Weißt du, was mit den anderen? Das sind ja deine, du bist ja ihre vorgesetzte Chefin. Weißt du zufällig, wo die anderen Bruha hier sind? Soweit ich weiß, sind hier keine Bruha, die mich als ihre Chefin ansehen würden. Hätte ja sein können, dass die... Ja, aha, egal. Und dann, wirklich, als er den Satz beendet hat, dann sagt er sich irgendwie auf die Couch oder so. Ja. Ich habe nämlich die Mine abgesucht und ich dachte zuerst, dass die komplett weg seien, aber sie sind wohl doch noch irgendwo hier auf dem Gebiet. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, wo. Ich habe nach einem Eingang gesucht, der irgendwie nach unten führt, aber bisher noch keinen gefunden. Du meinst mit denen wahrscheinlich die Gruppe, die das Elysium crashen wollte? Oder? Ja, ja, die draußen gewartet haben. Okay. Ja, ich selber habe von denen überhaupt nichts gehört. Ich hatte gehofft, vielleicht irgendwer von denen möchte zumindest mit mir reden, aber ich glaube, ich habe mich eher unbeliebt gemacht. Je nachdem, wie viel überhaupt bisher zu denen durchgedrungen ist. Und Adam wird wahrscheinlich auch seinen eigenen Teil dazu beigetragen haben. Er muss so einen Moment nachdenken, so, Adam war der, okay. Dann, ja, bestimmt. Nein, es ging mir nur darum. Hattest du das mitbekommen mit Pnava? Ich bekomme viel von Pnava mit. Ich glaube, du musst ein wenig genauer sein. Ich war schon vor einigen Tagen war ich in der Wüste. Ist, glaube ich, schon mehr als eine Woche jetzt her. Und ich habe ein Gespräch aufgefasst. Es war Pnava mit zwei von den Bruha, glaube ich. Und er hat sie irgendwie gefragt, ob er in dem Gebiet jagen dürfte, also in der Wüste. Was ich an sich schon komisch fand, aber ich kenne mich da nicht aus, keine Ahnung. Und dann, als ich gerade weggehen wollte, habe ich irgendeine Art von Streit gehört, irgendein Gerangel. Und die beiden Bruha waren weg und er auch. Schau so ein bisschen links und rechts auf den Boden. Und das kam mir alles ein bisschen komisch vor. Deswegen habe ich dann mal... Ich wollte die Spuren der beiden verfolgen. Vielleicht haben die sich einfach geprügelt und warum auch immer sind die auseinandergegangen. Aber wo aus welcher Richtung zwei Paar Füße hinkamen, ging dann nur eins wieder zurück. Okay, das war jetzt erstmal eine ganze Menge auf einmal. Ja. Dass Pranava irgendwie was mit den Anarchen zu tun hat, wundert mich tatsächlich ein wenig. Ich traue dem alles zu. Der will doch auch gefühlt die Welt nur brennen sehen. Hauptsache, es belustigt ihn irgendwie. Ich weiß nicht, hast du das überhaupt mitbekommen auf der Weihnachtsfeier, dieser Gardashow? Wie auch immer. Er fand das ziemlich belustigend, wie das mit Adam gelaufen ist und Isaiah, wie er ihn da zur Schnecke gemacht hat. Und er hätte eigentlich gerne gesehen, wie wir uns da gefetzt hätten. Also, wie als wären wir so Beiwerk, was so lustig anzuschauen ist. Deswegen, ich würde dem was zutrauen, dass der, keine Ahnung. Das ist ein seltsamer Schnösel, der sich selbst sehr wichtig nimmt, ist. Das habe ich schon gedacht, aber. Ja. Und was er hier wirklich zu tun hat, da hat er auch wahrscheinlich gelogen. Ich war letztens bei Sam wegen dem neuen Job zu quatschen, hatte ihr das auch erzählt und ja, wir haben ihn mal eingeladen und er hat uns irgendeine Geschichte auferzählt, wie er möchte hier in der Wüste Sand verkaufen oder kaufen. Irgendwelchen feinen Wüstensand. Ich meine, ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich glaube,
Also das immerhin wissen wir jetzt, dass er Teilhaber eines Model-Labels ist. Ja, das hatte ich auch mitbekommen irgendwie. Dass er genau 49% gekauft hat von dem Ding. Aber ich traue dem absolut nicht. Ich hatte ja das schon alles erwähnt. Ich verstehe, was du meinst. Aber Gerade weil er auch meinte, er hat einen Weg gefunden, wie man hier rauskommt, aber es sei eine Art Tremere-Ding. Irgendwas. Und er wollte es natürlich auch nicht rausrücken. Warum auch? Man könnte ja einmal sozial sein in dieser Scheißgesellschaft. Ich habe sowieso absolut keine Ahnung von Tremere und was für komische Dinge die tun können, bis auf das, dass die halt komische Dinge tun können, die sonst keine. Naja, ich habe Ronin gefragt, aber er kennt sich damit leider auch nicht aus. Was auch irgendwie schade ist. Ich habe gehofft. Warum sollte er in der Wüste jagen wollen? Warum will er in der Wüste statt Sand verkaufen? Oder kaufen? Wie auch immer. Ich weiß es nicht, deswegen bin ich dem Ganzen jetzt auch nachgegangen. Ja. Und habe extra nochmal geprüft, ob sie da sind. Und zumindest, als ich mal nicht da war, haben sie wohl Sachen mitgenommen. Also es geht ihnen vermutlich gut. Irgendwie und er mit denen nichts angestellt. Denn ich kenne mich auch nicht aus. Also, was die irgendwie anstellen können, die Tremere, und was nicht, das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen können. Ich meine, Leute wegzaubern hört sich irgendwie schon seltsam an. Oder? Also. Ich ziehe so meine Schultern hoch. Ich habe keine Ahnung, was die noch können. Aber ich meine, okay, wenn sie noch da sind, dann kann das ja wahrscheinlich nicht so schlimm sein. Vielleicht haben die auch einfach irgendwie einen neuen Unterschlupf gesucht, weil die sich nicht weiter mit Pranava anlegen wollen. Oder vielleicht auch, weil sie rausgefunden haben, dass ich da war. Also, das ist aber auch nicht mehr so wichtig. Es geht gut, ich wollte es nur mal sagen, weil das ist also auch wenn die Anarchen sind, ich dachte, dann gehören die doch irgendwie zu dir. Aber ist auch egal. Was ich vor allem noch fragen wollte, wie das mit der Sache läuft, mit der Inquisition. Wir wollen ja daran arbeiten, herauszufinden, wo die sind. Hast du da irgendwas schon rausgefunden oder so? Ich selber sowieso nicht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wirklich, wie ich da großartig bei helfen kann. Außerdem bin ich ganz ehrlich, versuche ich mich gerade erstmal hier irgendwie zu etablieren. Gerade als Primogenen möchte man ja irgendwie versuchen, hier Fuß zu fassen in der Stadt. Kannst du... Ich schaue so ein bisschen vielleicht nach links. Also, ich... hab da jetzt keine Ahnung von, aber wenn das Ender so erzählt jedes Mal, dann ist das ja schon ziemlich wichtig. Primogen, glaube ich. Wenn du was machen willst, dann glaube ich, dann ist das doch eigentlich kein Problem, dass du es einfach tust, oder? Das heißt, ist das nicht der Vorteil bei euch, dass ihr das größtenteils einfach machen könnt? Also von dem, was ich gehört habe, ich möchte halt beim früheren Job weiter nachgehen, ja, also dementsprechend als Ärztin arbeiten. Okay, doch, aber das Krankenhaus gehört einem anderen Primogen. Und zwar dem Malkavianer-Primogen oder so. Und deswegen habe ich jetzt in letzter Zeit erstmal versucht, irgendwie ein Treffen mit ihm auszumachen, damit wir mal darüber reden können. Wobei ich bei einem zweiten Punkt bin. Ich glaube, Anna wollte auch nochmal mit dir sprechen, wenn ihr in diesem Rat seid. Gibt es irgendwie nochmal ein Treffen, weil hatte nicht die Schnöseltante auch gesagt, dass sie sowieso was gegen die Inquisition machen wollte? Hat sie eine Einladung zu irgendeinem Treffen, habe ich bisher jetzt aber auch noch nicht bekommen. Ich nehme an. Naja, ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert. Sam dann überstellen. Ich weiß ja nicht, wie das hier funktioniert, aber ich meine, ist gut und schön, wenn das hier so Tradition ist, dass man lange wartet zwischen den Treffen, aber wenn wir bei dem Elysiumstreffen diesen Vertrag gekündigt haben, ich glaube, die werden nicht so lange warten, bis hier irgendwer kommt oder die mehr wieder nach uns suchen. Also, ich weiß nur ganz genau, vor einem halben Jahr sind die bei mir in der Wohnung, haben die rumgeschnüffelt und so, also in der alten, in dem Trailer. Deswegen, das Problem ist, wir wissen halt auch nicht, was Sabra und so jetzt gerade machen. Was ich nur die Idee hatte, ist wenn ihr beide wart ja einer Wellenlänge, zumindest glaube ich das, also Anna und du, ich kenne den Typen halt gar nicht, mit der
Mit der Tante aus dem Club will ich eher nicht reden. Ich glaube, die ist nicht so meine Wellenlänge, Kragenweite. Du weißt schon, die Frau mit. Ja. Macht so eine Kiste, wo er so ein bisschen beschämt reinguckt. So. Ich weiß, wen du meinst. Den Skill anderen Man hieß sie oder so. Wie auch immer, den anderen finde ich gruselig. Und ja, ihn ist es. Hab ich ihn überhaupt mal gesehen, Gutsmutti? Habe ich den überhaupt mal wahrgenommen? Hat er sich zu Wort gemeldet bei der Elysium? Wen? Der Malkaff, Primogen. Nee, der hat nichts gesagt. Ja, dann habe ich ihn wahrscheinlich nicht wahrgenommen. Denn bei dem wusste ich gar nicht, dass es ihn gibt. Wir müssen ja nur schauen, dass wir, wenn wir hier was bewegen wollen, auch in euren Sitzungen irgendwie Mehrheiten kriegen können, weil ich glaube, ihr alleine macht da nichts. Und es wäre mir ganz interessant zu wissen, was der davon hält und ob der vielleicht was weiß. Weil, wenn der schon lange hier ist. Wenn ich mich mit dem treffe, werde ich wahrscheinlich auch noch andere Sachen bereden als nur das Krankenhaus. Das wäre ganz gut. Aber ansonsten ich habe gehört, dass die Malkavianer sowieso sehr unberechenbar sind. Deswegen würde ich, egal was ich von dem höre, sowieso nicht so hundertprozentig das alles für bare Münze nehmen. Ich weiß nicht, hast du Ahnung von Malkavianern? Wahrscheinlich auch nicht, ne? So ganz bescheiden im Kopf. Weißt du, dass Adam gesagt hat, dass die alle einen Knall weg haben? Witzig, genau das Gleiche hat Anna auch gesagt. Ich meine, ich habe noch keinen von denen getroffen. Generell habe ich die anderen auch noch, irgendwelche anderen Vampire auch noch gar nicht getroffen. Ich weiß das. Eine Bekannte von mir, Sarah, tatsächlich die erste Vampirin, die ich hier getroffen habe, eigentlich ganz cool drauf ist. Ich habe da auch noch nichts Knallweckiges mitbekommen. Aber wie gesagt, also ich habe vor, mich mit ihm zu treffen. Ich warte eigentlich immer noch auf irgendeine Antwort auf meine Anfrage. Ansonsten muss ich mal so vor seiner Haustür. Ich meine, ist das nicht eher so Villatür? Der hat doch irgendwie ein Anwesen, oder? Waren das nicht die Grahams, die so viel Geld hatten? Es gibt eine Familie Graham, ja, die okay, sehr viel Geld hat. Okay. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie ihr das machen wollt. Ich bin ja nicht in so einer Position, aber ich würde einfach mal aufschlagen. Ich meine, ich würde doch nicht immer einen Monat warten, bis wir mal ein Gespräch anfangen können. Und die haben ja sowieso kein Handy. Das, ja. Deswegen habe ich es mit Briefen versucht. Ich will da überhaupt nicht mit reinreden, aber warum nicht einfach aufschlagen? Ich meine, ich habe sowieso noch viel zu tun. Ich wollte jetzt immer mal in die Kanalisation gehen. Ich müsste erst mal wissen, wo genau er ist. Dann muss er auch dort sein, wenn ich ankomme. Arbeitet er nicht im Krankenhaus, hast du gesagt? Ihm gehört das Krankenhaus. Ob er dort arbeitet, habe ich keine Ahnung. Vielleicht wissen die das ja da. Wenn du deine Freundin da hast, dann geh doch da hin. Frag sie. Schau so ein bisschen. Warum machst du das denn nicht einfach? Also für mich ist das so selbstverständlich, dann gehst du da hin und fragst sie halt. Aber wie auch immer. Ich wollte auf jeden Fall nur fragen, ob da irgendwas Neues rausgekommen ist, weil ich traue dem ganzen Braten hier nicht. Ich wollte auch nochmal beim Hotel vorbeischauen, ob der Wagen da noch steht und mich generell einmal umschauen, irgendwie, ich weiß nicht, in Internetcafé schauen, irgendwelche Türschilder abklappern, was da so steht an Firmen, die mal nachschauen, irgendwie sowas, weil das mir echt nicht mehr geheuer wird. Es ist irgendwie still geworden in der letzten Woche und ja. Da muss ich nochmal nach unten, ich muss die Kanalisation noch nachgucken. Busy Bruce. Ja. Busy Bruce. Ich glaube tatsächlich, wäre es da auch gar nicht so eine schlechte Idee, wenn du vielleicht nochmal mit Jelly darüber redest. Die ist ja auch sehr aktiv, was das angeht. Ich glaube, die kann dir da tatsächlich mehr helfen als ich. Ja, die habe ich jetzt letztens nicht mehr erreicht. Ich weiß noch nicht, was die macht. Also, die ist auch hin und wieder hier mittlerweile. Vielleicht kommt die sogar später, aber sollte sie nicht öfter bei dir sein, wenn ihr irgendwie. Deswegen, ja. Ja, also sie ist nicht wieder hier, aber ich halte jetzt auch keinen Stundenplan oder sowas, wann sie hier zu sein hat oder sowas in der Art, deswegen. Nee, das ist doch komisch. Von Ronan habe ich auch noch nichts gehört. Wobei das, glaube ich, gut ist, weil sonst hätte er seinen Job scheiße gemacht. Ronan, kann ich jetzt zumindest sagen, wo er ist, und zwar. Was?
der versteckt sich momentan. Wenn er den Platz nicht mittlerweile gewechselt hat, das weiß ich nicht. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er bei Sam unten unter den Bauten für den neuen Club. Da hatte ich ihn auch schon gesehen, ne? Letztes Mal, glaube ich. Mhm. Warst du auch da? Ich weiß es nicht. Ich meine nicht, nee. Beim letzten Mal nicht, nee. Okay, nee, dann. Na gut, wenn er da sicher ist, aber ich weiß nicht, fällt sowas nicht auf? Also, keine Ahnung. Also, ich würde dann, wenn ich irgendwen vermissen suchen würde, immer in so einer Bauruine nachgucken. Generell Baustellen sind irgendwie prädestiniert dafür, irgendwelche Leute zu verstecken. Zumindest habe ich das in diesen Krimis immer gesehen. Aber gut. Ich wollte mal die anderen sowieso abklappern. Vielleicht fahre ich heute noch zu Ronan, ob der was raus. Oder wenn ich den. Vielleicht finde ich den ja. Vielleicht finde ich Jelly. Oder ich frage noch, wie es bei Sam und so aussieht. Mal gucken, ich bin beschäftigt. Aber ich wollte nur fragen. Also, wenn du irgendwas von denen hörst, dann melde ich. Oder. Mach ich. Keine Ahnung, bei Anna. Gut, dann. Fällt mir ein, ich habe gar nicht die Adresse, wo du wohnst. Ach so. Du bist doch irgendwann mal umgezogen gewesen. Du warst doch mal in diesem Trailerpark, ne? Und ja, gesagt, warte. Ich hab, hast du Stift und Papier hier? Ich geb den Kuli. Und ja, da überall Papiere und Sirup. Ja, gut. Ganz so viel ist es nicht. Also ich habe halt einfach nur eine ganzen Stapel an Dokumenten. Hast du die Steuererklärung gemacht? Genau. Quasi. Ja, dann schreib ich dir das auf irgendeine Steuererklärung drauf, so dahin. Alles klar. Gut, ich mache mich auf den Weg. Melde dich einfach. Mache ich. Ja, dann gehe ich wieder. Zieh mir die Jacke an. Ja. Wir schwenken mal kurz rüber zu Sam und Ronan, die ja, wie wir gerade gehört haben, irgendwo zusammen rumhocken. Zumindest grob. Oder ist das schon nicht mehr der Fall, Ronan? Naja, in der Mangelung einer wirklichen Alternative, man könnte es auch anders sagen, Ronan hat die Hosen voll, nach draußen zu gehen. Weil er halt nicht weiß, wie sauer Sabra tatsächlich ist. Und er nicht weiß, ob da vielleicht schon jemand möglicherweise den Adalas-Hachar an seinen Hals ansetzen möchte. Ich denke, da hat Sam ein paar Informationen für Ronan. Zumindest grob in die Richtung. Das Richtige. Also er hat sich auf jeden Fall komplett bedeckt und versucht, Sam nicht auf die Nieren zu gehen und sich im Club möglichst unsichtbar zu machen. Aber so hat er halt schon mal Zeit, ein vollständiges Sicherheitskonzept zu entwickeln, was er auch gemacht hat, indem er den Club quasi mit allen, also so wie Sam sich das gedacht hat, indem er einen Alarmplan geschrieben hat, ein Verzeichnis angelegt hat und quasi sein Brain dazu benutzt hat, alle möglichen Winkel des Clubs auswendig zu lernen. Gut, ihr findet vielleicht allenthalben irgendwo Kippen rumliegen oder so, aber die Bauarbeiter rauchen auch auf der Baustelle, von daher ist das nicht. Yay, da ist nämlich der nächste Punkt, Nahrung. Da Ron jetzt nicht an seinen Vorrat kommt, ist er quasi gezwungen, von dem zu trinken, was halt da ist. Ich glaube, du hast gar keinen Vorrat mehr. Genau. Ja, was? Ich denke, da lässt sich schon irgendwie dafür sorgen, dass du auch im Keller was zu essen bekommst. Was ihn in echt arge Bedrängnis nämlich bringt, moralisch gesehen. Aber also ich denke mal, also entweder besorgt Sam ihm dann was oder er guckt halt immer dann, er spricht sich ab, so wenn ein Bauarbeiter auf Klo geht, dass er den halt dann annuckelt. Ich würde mal vorschlagen, wir machen eine Mischung aus beidem, weil die Bauarbeiter sicher auch nicht jeden Tag komplett andere da sind, sondern was weiß ich, wenn da gerade was in den Wänden gemacht wird oder die Elektrik, werden es halt immer dieselben sein und dann würde es ein bisschen auffällig werden, wahrscheinlich auf die Dauer. Was seiner beginnenden Depression nicht gerade zuträglich ist.
was ihm wahrscheinlich auch nicht zuträglich ist. Sam ist irgendwann mal abends weg gewesen vor ein paar Tagen und kam dann wieder und hat Ronan erzählt, dass ich habe das ja, sie hat das ja mitgekriegt mit dem Deal mit John, dass er die Unterlagen von Andrew sich am besten komplett aus dem Kopf schlagen sollte. Mhm. Dass sie ihm quasi persönlich verbietet, die weiterhin anzuschauen. Also der Weg ist verschlossen. Und sag das auch Jelly, wenn du sie siehst. Ja, im Augenblick haben wir eine etwas schwierige Phase, glaube ich. Nicht nur im Augenblick. Ich möchte nicht, dass du diese Aufzeichnung dir nochmal anschaust. Ich habe mit Malcolm geredet. Shot von oben nach unten, von unten wieder nach oben. Geht einmal rum. Ist ja noch alles dran. Scheint so. Sieht ganz so aus. Keine Fragen, wie der andere aussieht? Gut. Sorry, Sam, aber da habe ich mir jetzt echt wenig Sorgen gemacht, dass du ihn beschädigen würdest. Könntest. Du darfst dir die Sache nicht weiter anschauen. Wirklich nicht. Dass du Kendra gesehen hast, hängt wahrscheinlich damit zusammen. Wo wir da bei dem Punkt wären. Wir sollten das Zeug verbrennen. Was? Du kannst doch kein Wissen verbrennen. Doch. Wo sind wir denn hier? Doch. Ja, dann kann es keiner mehr lesen. Ich wüsste keinen Platz, wo ich das einschließen könnte, damit es vor dir sicher ist. Erstmal ist das vermutlich korrekt. Aber zweitens, Sam, dass diese mystische, ich sehe, verflossene Geschichte funktioniert, das kann nicht durchs Lesen allein kommen. Da muss irgendwo ein Bann drauf liegen oder sowas, dass das passiert. Dieses Wissen macht dich kaputt? Augenblick macht mich sowieso alles kaputt. Malcolm ist sich ziemlich sicher, dass das, er hat gemeint, er hat es damals, Andrew kam nicht dank ihm aus der Stadt raus. Sie haben daran zusammen gearbeitet, aber Malcolm hat es von seiner Seite irgendwann beendet, weil er gemerkt hat, dass es zu weit führt. Dass es Andrew krank macht. Und deshalb kannst du nicht weiter darin lesen. Das ist ein zu hoher Preis. Das kann ich von dir nicht verlangen, dass du den bezahlst. Diese Sachen sollten niemandem in die Hände geraten. Ich bittest du mich darum? Ich verbiete es dir einfach weiter darin zu lesen. Und ich bin dafür, dass wir das Zeug einfach vernichten. Zusammen mit allem anderen, was sie bei dir aus der Wohnung geholt haben. Entschuldige, aber ich kann kein Wissen abfackeln oder so. Das funktioniert nicht. Das geht gut, musst du ja nicht machen. Kann ich auch machen. Vielleicht könnten wir es irgendwo deponieren. Oder du kannst es irgendwo deponieren und es mir nicht sagen. Und wo sollte ich das machen? Ich kann wohl schlecht einfach in der Bank ein Schließfach anmieten. In der Wüste vergraben. Pass mal auf, mit so einem gewissen Rumänen, der sich in der Wüste draußen herumtreibt und Sand. Lava. Stimmt. Mit Sand handelt, der werde ich das Zeug ganz sicher nicht in der Wüste vergraben. Außerdem sind da draußen auch noch die Anarchen. Die sollten den Scheiß auch nicht in die Finger bekommen. Ach, die meisten können davon können sowieso nie lesen.
Das halte ich jetzt ehrlich gesagt für ein übles Vorurteil. Ein paar davon können vermutlich nicht lesen. Wenn ich das Zeug oben in meinen Safe sperre, wo ich die anderen Sachen habe. Aha. Du bist neugierig und das weiß ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Kombination eh schon kennst. Und dass auch wenn ich sie ändere, du sie innerhalb kürzester Zeit wieder kennen wirst. Und ich weiß nie, ob nicht der Dicke vielleicht noch irgendwo rumsteht oder sonst jemand. Also ich bin neugierig, ja, das ist richtig. Aber wie sollte ich denn an deine Kombination kommen können, sei denn, du schreibst sie irgendwo auf und lässt sie rumliegen? Noch kann ich keine Gedanken lesen. Ja, noch. Aber 2, 2, 4, 4, 5 ist nun wirklich nicht sehr clever. Du spionierst ganz schön gerne. Das ist das, was mir daran nicht gefällt. Okay, okay, okay. Immerhin wohne ich ja gerade hier. Du bist der Boss, du hast das Hausrecht, du bist die heilige Harpie. Es könnte übrigens sein, dass Malcolm auf dich zukommt. Ja, das glaube ich. Er hat sich ein bisschen beklagt, dass er ja gerade arbeitslos ist. Und ich habe ihm gesagt, dass du seine Hilfe wahrscheinlich gebrauchen könntest. Hast du? Klar, das ist ja toll. Ich habe schon als arbeitsloser Henker ist das natürlich echt scheiße. Ich glaube kaum, dass er dich einen Kopf kürzer machen wird. Wenn, würde ich es eh nicht bemerken. Das könnte natürlich durchaus sein. Aber du weißt auch nicht, wie oft Joe dir hier unten schon zugeschaut hat. Vermutlich. Also. Ich hoffe nicht, dass er mir zugeschaut hat. Ansonsten ist da echt wenig zu tun. Hast du geprüft, ob er hier ist? Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Kopf irgendwie ein bisschen neben mir sitzt. Von der kannst du nie wissen, ob die beiden dich nicht schon beobachtet haben. Sam, dir ist schon klar, dass das jemandem, der paranoid ist, nicht gerade hilft, eine Paranoia zu bestärken, oder? Wir wollten mit offenen Karten spielen, oder? Es macht auch nicht besser, wenn ich dich anlüge. Und du weißt es doch eigentlich selber ganz genau. Du machst mich echt fertig. Nachdem dich seit Tagen keiner mehr in der Stadt irgendwo gesehen hat. Was auch gut so ist. Ja, bin ich mir aber ziemlich sicher, dass sie auf der Suche nach dir sind und die beiden zumindest hier wahrscheinlich eh schon nachgeschaut haben. Ja, vermutlich. Zumindest, ich würde das so machen, die Abgras, von dem bekannt ist, dass derjenige, der gesucht wird, zu ihnen Kontakt hat. Deswegen erwarte ich auch jeden Moment hier einen irgendwas aus dem Hinterhalt. Dann höre ich einen Plopp und dann falle ich einfach um. Ehrlich gesagt, mir ist es lieber, wenn die beiden dich hier gesehen haben, wie, naja, immerhin ist der Keller frei von Vögeln. Du verstehst, was ich meine? Ja. Ja. Aber nicht frei von Stubenfliegen, da sitzt nämlich gerade einer an der Decke. Nun ja, wenn Ronan seit ungefähr einer Woche in meinem Keller ist, wenn die beiden was hätten machen wollen, hätten sie schon längst die Gelegenheit dazu gehabt. Und daher gehe ich auch davon aus, dass sie quasi momentan auf unserer Seite stehen. Besonders da Ronan die ersten Tage tatsächlich diese Gefängniszelle kaum verlassen hat. Der hat da geschlafen. Und ich ja auch gelernt habe, dass die verdunkelte Gesellschaft sich gerade nicht grün ist in der Stadt. Und jeder jeden bespitzelt. Ja. Ja. Wenn der Deal wirklich zustande kommt, dann kann ich drüber nachdenken, was ich dann wieder tue. Du weißt schon, dass du, damit der Deal zustande kommt, vielleicht mal zu Angela gehen solltest.
Ich habe eher die Nachricht überbracht, dass es gilt, dass sie an die weitergeben soll. Angela hat das gemacht? Angela hat auf jeden Fall die Nachricht an eine gut sichtbare Stelle mit einem großen an den Dicken und John an eine Wand gepinnt. Okay. Ist die Nachricht dann noch da oder ist sie weg? Dann war die irgendwann weg, ja. Gut. Weißt du, ich glaube ans Delegieren. Das funktioniert häufig ganz gut, wenn man sonst nichts zu tun hat. Du solltest vielleicht trotzdem mal nachschauen, ob sie es auch wirklich getan haben. Ich denke, wenn, werde ich es erfahren. Vermutlich durch den Dicken. Ich kann dich auch zu Angela fahren. Ich kann hinten an die Laderampe fahren und dich im Kofferraum mitnehmen. Im Kofferraum? Ich werde schon nicht über die Stadtgrenze fahren. Sam, ich bin zwar eine Leiche, aber ich möchte nicht so transportiert werden. Möchtest du von Vögeln gesehen werden? Ja, erbarme dich meiner. Wie erniedrigend. Na gut, dann sperr die Leiche in den Kofferraum. Aber keine Schießerei. Löcher sind unsexy. Ich möchte keine Löcher in meinem Auto haben. Ach so, mir ist egal. Ja, logisch. Sind wir doch mal ehrlich. Weder dir noch mir wird dadurch irgendwas passieren. Kommt auf die Art an, mit dem die Löcher gemacht werden. Ne? Und ob Jelly mit den Löchern klarkommt. Schatz, ich hab da ein Loch. Da können wir durchgucken. Welchen Film war das nochmal? Naja, gut, von mir aus. Das kann nicht schaden. Vielleicht sehe ich dann auch, ob irgendwo komische Plakate von mir aufgehängt sind oder so. Ich meine, es ist jetzt eine Woche her, dass du Angela die Nachricht gegeben hast. Ich hoffe doch, dass sie in einer Woche irgendwas bewerkstelligen konnten. Ich habe ja keine Ahnung, wo die stecken. Also. Und wie? Aber ich denke mal, am einfachsten kommt drauf an. Also kann natürlich sein, dass der Dicke einfach einmarschiert, die Asservatenkammer knackt, alles rausträgt und wieder geht. Das wäre der einfachste Weg. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob. Wenn er sehr, 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 sehr gut ist, könnte es sogar sein, dass er nicht durch Überwachungskameras auftaucht. Da blieb aber ja immer noch das zweite Problem, von dem ich ja hoffe, dass es nicht eingetreten ist. Dass die Daten überspielt worden sind in die Computer. Ich bin mir da wirklich nicht sicher, ob sie so etwas tun würden. Ich meine, nach allem, was du mir gesagt hast, sind die ja auch keine ganz offizielle Organisation. Die breite Masse soll das doch auch nicht erfahren, oder? Dass es so etwas wie uns gibt. Naja, das schon, aber es reicht ja schon, wenn sowas zu einem der lustigen Bundesbehörden irgendwie geht. Dann ist es schon außerhalb unserer Reichweite. Naja, aber nach Snowden und so wissen wir, dass diese Bundesbehörden auch nicht wasserdicht sind und dass da auch Informationen rausliegen. Glaubst du, und vor allem solche Leute, Assange, Snowden, die haben die Aufmerksamkeit auf solche Dinge gelenkt. Glaubst du nicht, dass alle möglichen Hacker weltweit versuchen, da aus diesen verschlüsselten Bahnen Infos zu ziehen? Ist es dann noch eine sichere Sache, solche Informationen, solch brisant überhaupt über solche Wege zu transportieren? Ich meine, sowas Sicheres wie das Schattennetzwerk von den Nossis gibt es ja auch nicht mehr. Diese Kriegsführung bringt, glaube ich, beide Seiten dazu, wieder auf althergebrachte Kommunikationsmittel zurückzugreifen. Von daher wäre ich mal guter Hoffnung, dass das Zeug eben nicht irgendwo hochgeladen wurde. Eben weil das Wissen viel zu brisant ist. Okay, Frau Optimistin. Du hast mir beigebracht, dass man optimistisch sein soll.
Und ich versuche nur ein paar der Dinge, die du mir so in den letzten Tagen erzählt und beigebracht hast, praktisch anzuwenden. Na toll, jetzt werde ich auch noch mit meinen eigenen Waffen geschlagen. Du hast gemeint, ich soll meinen Verstand benutzen. Also, genau das tue ich hier. Ja, dann. Und nachdem dein Clan auch so geheimniskrämerisch ist. Meiner? Nö. Überhaupt nicht. Wie war das? Aus den Tremere ist da nichts rauszubekommen? Du, die Tremere und die Banu Hakim haben eine sehr interessante Geschichte miteinander, aber das ist vielleicht... Wenn ich jedes Mal $100 bekommen würde für diesen Spruch, da ist bei den anderen nichts rauszubekommen, müsste ich mir keine Gedanken mehr machen. Aha. Also gut, dann hole ich den Wagen. Yay. Dann fahren. Du kannst auch zu Fuß gehen, wenn dir das lieber ist. Ist ja schon gut, ist ja schon gut. Ich höre schon auf zu meckern. Dann fahren Sam und Ronan zu Dr. Angela und kommen vielleicht gerade dann an, wo Bruce gerade gehen wollte. Die Frage ist auch, wo parken sie? Ich denke mal, nachdem das so ein Bürogebäude, so ein bisschen so Gewerbegebiet war, könnte hat das sein, vielleicht auch irgendwo auf der Rückseite eine Laderampe. Ja, ja, das kann sein. Da würde ich Ronan auch nur rausschmeißen und dann 2-3 Blocks weiter um die Ecke fahren. Ja. Oh. Der Kofferraum geht auf und da liegt eine Leiche drin. Da liegt ein Mensch, der lebt nicht mehr. Also vielleicht sieht Bruce halt Sam in die Laderampe reinfahren. Einfach, weil er gerade darum raus wollte oder so. Erstmal beobachte ich das Ganze so und komme zum... Und von draußen. Dann warte ich erstmal, bis du geparkt hast. Okay. Hi. Ich stehe so ein bisschen... Weiß nicht, was ich tun soll. Ich wollte eine Ronin hier absetzen. Okay. Fork, schau sie nach links und rechts. Fork. Ich mach den Kofferraum schon auf. Hab das irgendwie bekommen. Ich gucke zuerst nach Vögeln, bevor ich den Kofferraum aufmache. Hier sind draußen sind definitiv Vögel. Das sind überall Vögel. Nein. Könnte theoretisch auch sein, dass das Bürogebäude einen kleinen, eine kleine Tiefgarage hat. Dann müsste nur eventuell jemand mal klingeln und sagen, kannst du mal einen Schlüssel oder so. Ja, dann machen wir es so, wenn da Vögel sind, würde ich zu Bruce sagen, du, ich würde gerne in die Tiefgarage fahren. Kannst du Angela vielleicht sagen, dass es dir kurz einen Schlüssel fürs Rolltor gibt? Moment. Ich stehe wahrscheinlich noch gerade so auf der Türschwelle. Drehe mich dann so um 180 Grad und dann gehe ich wieder nach oben. Ist noch was? Ja, es kommt noch mehr Besuch. Die wollen in die Tiefgarage. Ich brauche den Schlüssel. Wer genau? Und stehe ich auf und kram den Schlüssel aus einer Schublade raus. Sam und ich hoffe, dass es Ronan ist, der im Kofferraum liegt. Das weiß man bei Sam nie so genau. Ich frag erstmal nicht und ich werfe dir dann einfach den Schlüssel rüber. Okay, danke. Ja, dann würde ich auch so ein bisschen mehr Ordnung machen. Ja, ich. Ronan, du bist so Wurf. Geschickter Wurf. Ja, ja, klar, hier. Ich werfe ihn so zu, vielleicht so halb. Ja, dann fahre ich in die Tiefgarage und sobald das Tor zu ist, darf der gute Ronan auch aus dem Kofferraum raus. Hände hoch, Polizei. Also, du das noch, wenn der Kofferraum zu ist? Ja. Also, ich will auch mit Ton ja echt nicht in Frage stellen, aber irgendwie ist das schon sehr merkwürdig. Dann, keine Ahnung, wenn Sam gerade einpackt und dann stehe ich so, also ich würde wahrscheinlich so mit reinkommen, also zum Auto hin, dann würde ich wahrscheinlich den Kofferraum für dich aufmachen. So, kluck. Also irgendwie, das letzte Mal, als ich in einem Kofferraum lag, hatte ich sowas bequem in Erinnerung. Das war, wenn du nicht geknebelt warst? Das war ich nur einmal.
Weißt du, es wäre ja nicht notwendig, dich in den Kofferraum zu packen, wenn da nicht so ein kleines Feuerwerk zu Silvester gewesen wäre. Danke, dass du mich dran erinnerst. Du brauchst einfach ein größeres Auto, dann ist auch der Kofferraum bequemer. Hast du mir die Kohle für ein größeres Auto? SUV. Weißt du, ich komme so gerade schlecht an meine Ersparnisse ran. Oh, knack, knack. Dann spar dir doch einfach die guten Ratschläge und beweg dich. Was fährt Sam eigentlich für ein Auto? Es ist wahrscheinlich schon so eine Art Baby-SUV. Baby-SUV. Muss noch Mini. Das, was hier in Deutschland als SUVs rumfährt, sind eben für amerikanische Maßstäbe wirklich Baby-SUVs. Hey, Bruce. Hi, ich reiche dir so eine Hand und will ich dann so rausziehen mit so einem, unfassbar kräftigen Rums. So. Ups. Sorry. Au. Ach, komm, ich stelle dich an, du bist eh tot. Du bist doch heute so nett zu mir. Dankeschön. Entschuldigung. Seit er sich nur in meinem Keller rumtreibt, ist er dermaßen unleidig, dass es echt keinen Spaß macht. Entschuldigung, ich komme mir vor wie Large von der Adams Family. Oder wie das heißt, Kurt Hähnchen. Was ist die Adams Family? Schon so. Oh. Egal. Oh. Egal. Ich bin auch nicht so alt. Egal. Ich wollte sowieso fragen, aber dir scheint es ja gut zu gehen, soweit. Das ist gar nicht so von oben nach unten, so. Ich bin das blühende Leben. Schaut er zu Sam rüber, nach so einem, stimmt das? Ihm gefällt die Diät nicht, die er momentan einhalten muss. Ja, ich verstehe schon. Es trifft eigentlich ziemlich gut. Was wollt ihr eigentlich von, wollt ihr auch? Er möchte. Ich bin nur der Fahrer. Da haben sich ja die Rollen getauscht. Dann gehe ich aber trotzdem nur kurz zu Sam. Wenn du gleich wieder weg musst, ich wollte nur fragen, hast du zufällig noch irgendwas jetzt schon gehört wegen der, ich mach's nur um lange Geste, so wegen der Inquisitionssache und so? Noch nicht. Okay. Ich wollte jetzt so nach und nach. Ich habe eine ganze Liste mit Leuten, mit denen ich reden muss, wo ich mich auch mal dezent ein bisschen irgendwie versuche, mal einen Überblick auch bekommen wollte, von wie vielen von uns wir hier in der Stadt überhaupt reden. Wer alles wo dazugehört und. Das wäre ganz gut. Also Elysium war ja recht voll. Es ging nur darum, ich habe mich halt schon mal etwas umgeschaut, aber noch bisher noch nichts gefunden. Wir sollten nur echt schon mal hinmachen. Ach, das trifft sich gut. Du bist doch die. Und der steht da so und muss erstmal überlegen, so was für Begriff das jetzt gerade nochmal war. Die. Harpie. Das war die Social Media Beauftragte quasi, oder? Jo. Okay. So in der Art. Ist schon irgendein Treffen geplant oder so? Bisher noch nicht. Ach, scheiße. Ich wollte mich mit Sabra so ungefähr in 2 Wochen mal treffen. Ach, 2 Wochen. Ich habe da überhaupt nichts mit einzureden. Es geht nur darum, ich weiß jetzt nicht, wie das bei denen so sein wird, aber ich glaube, die werden nicht so lange warten. Ich habe schon lange von denen nichts mehr gehört. Ich wollte nachher nochmal zum Hotel fahren und gucken, ob der Wagen noch da ist und irgendwie mal, was weiß ich, die ganzen Industriegebiete mal abchecken, ob was da für Firmen drin sind und da ein bisschen recherchieren und mich halt nochmal umschauen, weil ich glaube nicht, dass die so lange warten werden, bis sich hier irgendwas mal passiert. Gerade wenn diese Sabra überhaupt wirklich das einhält, was sie da bei ihrer Wahl versprochen hat. Ich traue der auch nicht so ganz, aber keine Ahnung, besser als die andere Partei mit dem gruseligen Fliegenmann ist sie alle mal. Ich hatte Jelly darum gebeten, ob sie vielleicht, du kannst dich noch erinnern, der Gegenkandidat vom Bürgermeister, der hatte doch Besuch von den zwei Typen und ich hatte Jelly darum gebeten, dass sie vielleicht mal versucht, Kontakt mit seiner Frau aufzunehmen. Die habe ich bisher auch noch nicht getroffen. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Hat sich auch noch nicht gemeldet, was auch wahrscheinlich besser ist erstmal. Ja, Jelly sollte, glaube ich, den Kopf ein bisschen unten halten, was uns angeht. Solange sie nicht offiziell irgendwie
Aber ich weiß gar nicht, gehört sie jetzt nicht eigentlich zu, ich dachte, auf das Gebäude zu Angela? Ist das nicht offiziell? Fragende Blicke. Sie müsste von Angela noch offiziell angemeldet werden. Ach so. Oh. Okay. Ja gut, dann ich wollte nur sagen, also wenn ihr irgendwas wisst und so, wir müssen echt mal hinne machen. Ich traue dem Ganzen nicht und je mehr Zeit verstreicht, desto mehr passiert irgendwelche Sachen. Das ist das Problem mit unser Eins. Die schon länger dabei sind, pochen immer darauf, dass wir die Unendlichkeit haben. Wir sehen die Eile. Bruce, ich weiß, was du meinst. Ich verstehe dich auch voll und ganz. Ich habe noch eine Riesenliste Leute, mit denen ich reden möchte. Ich kann da leider nur nicht so den Druck aufbauen, wie ich es gern würde, weil sonst wird es auffällig. Nee, ist ja, ich wollte ja nur fragen. Also ich wollte mich demnächst irgendwann mal in der Kanalisation umgucken. Ich habe irgendwo an der südlichen Seite mal einen Eingang auch mal ausgeguckt. Mal schauen, ob da irgendwas ist, weil ich will schon wieder nach unten in die Mine runter. Sei vorsichtig in der Kanalisation. Ich habe versucht, über Joe ein bisschen mehr herauszufinden. Ich konnte Joe leider bisher noch nicht wirklich was für diese Information anbieten. Von daher kann ich dir nicht sagen, was dich da unten erwarten wird und wie viele. Sei einfach vorsichtig. Wie viele? In der Zeit hört er so Verwandte so ein kurzes Fliegenmann. Klopfen, so einfach an einer Tür, im Türrahmen. So. Ach, wird das jetzt hier so eine Kellerparty? Das ist schon länger her, dass ich eine hatte. Noch mehr Leute vom Ach so, ja. Oder nenn ihn einfach Joe, er ist nicht so übel, wie es scheint. Das, wenn du das meinst, dieser Unglaube ist, kann auch nichts vormachen. So, ich habe mich bisher ganz nett mit ihm unterhalten und er scheint ehrlicher zu sein und anständiger wie viele andere von dem. Wie Sir Brown, wie sie alle heißen. Man hat ja ehrlich seine Meinung gesagt. Eben drum. Clever sind jene, die es erschaffen, einen Nimbus der Tyrannei um sich zu erschaffen. Ich sollte dir vielleicht mal was anderes zu lesen in den Keller bringen, wie immer nur diese alten Abreißkalender, oder? Das war Shakespeare. Ein Shakespeare-Abreißkalender? Okay. Gibt es bestimmt. Hey, Immogenigkeit. Yo. Hast du schon was von Bud Spencer und Terence Hill gehört? Habe ich eventuell eine Antwort bekommen, auch als irgendwie Briefchen oder sowas? Jetzt nicht. Die Notiz, die ich weitergeben wollte, wurde weitergegeben. Ich habe sie angepinnt, sie ist verschwunden. Ich nehme an, die beiden haben sie empfangen. Eine Antwort habe ich keine bekommen. Halleluja. Ja. Es tut mir leid, wenn ich dir da nicht weiterhelfen kann. Als jemand, der sich wahrscheinlich auch so ein bisschen die Nachrichten und Zeitungen der Stadt genauer anschaut, ich nehme an, wenn irgendwie etwas im Polizeipräsidium passiert wäre, wäre das wahrscheinlich ja irgendwie in der Zeitung gewesen. Gab es irgendwelche seltsamen Vorfälle? Nee. Okay. Oder sie haben dich eben doch nur verarscht. Das würde er aber merken und es würde ihnen jetzt noch nichts bringen. Ich meine, mehr als ihm Hoffnung machen, das ist im Endeffekt das Einzige, was bisher passiert ist. Naja, im besten Falle schätzt John meine Fähigkeiten sehr gut ein, jemanden zu finden. Auf der anderen Seite hat er auch nicht wirklich was zu verlieren. Denn wenn er diese Sache erledigt, schulde ich ihm was. Ob ich die Sache jetzt einstelle oder nicht. Und das ist keine
in, wie nennt man das bei Nosferatu, kleine Gefallen, mittlere Gefallen und große Gefallen. Das ist ein übergroßer Gefallen. Gibt es da Abstufungen? Ja, theoretisch schon. Oh. Das ist gut zu wissen. Ich kenne da einen Nosferatu, der noch einen großen Gefallen bei Dr. Angela hat. Das Ding ist, ich bin mir nicht sicher, weil ich John nicht lange genug kenne, um da wirklich fest zu sagen, wie er tickt. Und jemand... Er ist ein Arsch. Das trifft auf man zwei Drittel der Weltbevölkerung zu. Man merkt seine Ventru-Wurzeln und so. Ach Leute, jetzt hört doch mal auf mit dem Clan-Gebäsche. Ja, das, man hat noch immer eine eigene Persönlichkeit. Da würde ich dir absolut zustimmen. Aber bisher sind die beiden, die ich kenne, drei, die ich kenne? Drei. Drei, Ersche. Ja, die, also statistisch? Ich kenne eure Chefin jetzt nicht. Oder deine Chefin? Deine. Die ist okay. Wie immer. Ja. Du weißt schon, dass du seine Aussage im Hinblick darauf hundertprozentig. Ja. Sie ist okay. Okay, ist aber auch nur der kleine Bruder von... Scheiße. Danke. Okay, dass Sam ja heute anscheinend stänkert und der Fahrer sein möchte. Also Ron greift mal in seine Tasche, holt einen Fünfer raus und drückt ihn jetzt Sam sofort in den Ausschnitt. Ich schaue beschämt weg. So, ich würde ihn wieder rausziehen. Nur ein Fünfer? Ernsthaft? Komm, du hast schon mal besser bezahlt. Ich war im Kofferraum, Schatz. Stehst doch drauf. Wer sagt das? Da Stimme aus dem Off. Hey Amanda. Wie gesagt, deswegen kann ich nicht, dass er ein eigenes Süppchen kocht, ist klar. Das tun sie alle. Und irgendwas hat er auch vorgehabt, sonst hätte er nicht so die Hosen voll gehabt. Ich meine, das war jetzt auch erst 3 Tage her, seitdem das passiert ist. Ich weiß nicht, ob sie auf irgendeinen guten Zeitpunkt warten müssen. Wie gesagt, ich weiß nicht, was für Tricks ihr teilweise so drauf haben könntet und wie das mit dem Reinspazieren in eine gesicherte Umgebung geht und eventuelle Tresore aufkriegen und Sachen rausholen und wieder unentdeckt rauskommen. Hey, Wave Queen. Wenn man die Gabe hat, sich, ich hasse den Ausdruck, unsichtbar zu machen, weil das eigentlich totaler Stuss ist. Man kann sich nicht unsichtbar machen, das ist Bockmist. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, unbemerkt hereinzuspazieren und wieder rauszugehen und quasi keine Spuren zu hinterlassen. Theoretisch noch nicht mal auf elektronischen Geräten, wenn man sehr, 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 sehr gut und sehr versiert ist. Wie gesagt, ich habe zwar auch offensichtlich mitbekommen, dass Leute sich unsichtbar machen können. Ungesehen bleiben können, wenn sie es möchten. Danke. Das ist mehr so ein Aragorn-Ding. Ich kann vermeiden, gesehen zu werden, wenn ich es nicht will. Okay. Und warum gehst du dann nicht so raus? Weil das nicht immer hundertprozentig funktioniert. Das dachte ich mir. Und wer weiß, ob das ja, Sam, genau bei dem Dicken nicht auch passieren kann. Klar, aber das ist genau das, Sam, was Männer hören möchten. Dass der Dicke also nicht gesehen die wird? Die Tankstelle. Du weißt, die an der Südwest. Die nein. Kriegt morgen nach eine ja. neue Lieferung. Nein. Nein. Was hat das mit allem zu tun? Und auf einmal ist der gesamte flapsige, humorvolle Ton aus Rons Stimme verschwunden. Wir können das ganze Polizeirevier in die Luft jagen. Nein. Was? Und was ist mit den Leuten da drin? Genau. Das nennt man zufällig Kollateralschaden. Ja, wir sind in verfluchten Texas. Aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben.
Wir könnten ein Auto, was direkt vor der Wache steht, in die Luft jagen, damit die alle rausrennen, wenn es dir um die Leben von ihnen geht. Ja. Wir kriegen die da schon irgendwie raus. Ja. Aber trotzdem bleibt immer irgendwer in der Asservatenkammer. Kann Sam, man auch nicht vorstellen, dass weiß, man da alle rausholen kann. Es bleibt immer eine Notfallbesetzung da. Die einzige Möglichkeit, da reinzumarschieren, richtig für Chaos zu sorgen und eine falsche Spur zu legen, wäre so, wenn du einen Terminator da reinschiffst mit Platzpatronen. Mit dumm geschossen. Terminator? Ach, sag mir nicht. Das ist ein Film. Ach so. Diese Auseinandersetzung wird irgendwelche Opfer fordern. Das ist halt die Frage. Gibt es welche von uns, die das vielleicht... Also ich weiß ja auch nicht, du weißt vom Dicken wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. Weißt du, ob der auch durchgehend unerkannt und gesehen bleiben kann? Ich glaube, das Problem sind auch Sicherheitskameras oder so. Hab ich gleich irgendwann noch mal gehört, ne? Kann man das auch umgehen irgendwie? Wenn man gut genug ist, kann man die umgehen. Aber es kann immer jemand geben, der dich trotzdem sehen kann, wenn er sich genügend anstrengt, wenn er begabt genug kann man ist. Kann man sich theoretisch nicht einfach irgendwie ein Cape komplett überziehen und dann ungesehen irgendwo reinlaufen? Das kommt darauf an. Das Problem ist, wir wissen nicht genau, wo sie die Sachen lagern. Das war nämlich nicht gerade wenig. Das war nicht nur ein Schuhkarton. Ja, das ist quasi meine halbe Wohnungseinrichtung, die sie da mitgenommen haben. Das tut mir leid. Normalerweise in solchen Fällen wird das dann einem Officer zugeordnet, der das als Hauptobmann bearbeitet. Und der nimmt sich die Sache an. Bei sehr vielen tut es ein Team, weil wir hier auch mit Terrorverdacht reden. Bruce, kennst du nicht jemanden von der Polizei hier? Du lebst doch schon länger in der Stadt. Ich wollte es gerade fragen oder sagen. Ich kenne den Sheriff. Also jetzt kenne ich zwei Sheriffs. Also dich und den. Du, egal. Ich kenne den Sheriff. Ich kann mal fragen, ob die. Du könntest rausfinden, wo sie das Zeug gelagert haben. Ich kann erstmal. Das kenne ich bestimmt, allerdings kann ich nicht so gut lügen. Ich schaue auch so zu Ronan. Das kommt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich kann zumindest fragen, ob sie. Also, vielleicht erzählt er mir das auch selber. Ich treffe ihn heute Abend sowieso. Nach Feierabend ist er immer in der Kneipe. Vielleicht könntest du. Kannst da du vielleicht woanders mit ihm reden als in der Kneipe? Klar, ich könnte ihn anrufen, aber das kommt immer ein bisschen komisch. Die Kneipe ist kein sicherer Ort, um sich dort zu unterhalten. Ja, irgendwie schon. Ansonsten, wenn wir auf dem Klo sind oder so. Das ist zwar auch komisch, aber auf eine andere Weise. Können wir nicht irgendwie, ich hab's trotzdem auch, wenn du nicht lügen kannst, trotzdem irgendwie falsche Spuren oder sowas legen, indem wir dir eine Notiz mitgeben, die du an ihn weiterleiten musst, wo irgendwelche Sachen drinstehen oder so? Man könnte höchstens was fingieren über einen anonymen Tipp. Deswegen. Anonymer Tipp? Also, ich soll ihn noch fragen, wo die Sachen sind und was hilft mir da dieser Tipp? Vielleicht redet er ein wenig darüber, wenn du eben so einen Notizzettel gibst. Ich weiß es nicht. Und selbst wenn du es nicht herausfindest, könntest du eventuell trotzdem damit ein wenig Last von Ronan nehmen. Ihr müsst euch das halt mal so vorstellen, wenn ihr Kopf wärt, und ihr geht dann in so ein Gebäude, weil der Typ verdächtig ist, irgendwie, weil jemand, ne, bumm. Da geht ihr da rein und ihr seht Mindmaps, die euch nichts sagen, mit Orten, Fotografien, Namen, Querverweisen, okkultistischen Schriften und Büchern und Blutbäckchen im Kühlschrank. Kommt ein bisschen drauf an, ob die Namen jetzt tot sind oder nicht. Die Namen sind vermutlich alle unbekannt. Aber was würde das
als erstes bei euch für einen Eindruck erwecken, wenn ihr das so Satanist. Seht? Satanist. Ich weiß nicht, wie weit die verbreitet sind hier, diese Inquisitionsdudes, aber wenn das die allen aus allen, weiß ich nicht, Organisationen weiter sein, dann werden die das ja jetzt wohl wissen, oder? Weil das ist meine Befürchtung. Sam und Ronan können mal einen Wurf machen auf Wits und Awareness und Bruce auch. Allerdings Bruce erschwert um 2. So 2 Würfel weniger für Bruce. Okay. Kann ich, ich würde mal versuchen, noch einen extra Würfel zu generieren. Das mache ich jetzt absichtlich nicht, da ich nicht drauf vorbereitet bin. Oh Gott, ist das grausam. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so. Ja, ist ein Erfolg. Bruce hat keinen. Der hat aber auch Würfel zu wenig geworfen, glaube ich. Oder? Das kannst ja. Bruce hat gerade 0 Ach nee, 0? 2 hat er gewürfelt. 2 habe ich gewürfelt. Unten, aber oben stehen. Ich müsste halt noch einen mehr haben, aber ich würfel noch kurz einen W10. Das ist ja. 10. Das ist 10. Ich habe einen Erfolg dann. Mhm. Einen Erfolg für Bruce und für Ronan. Was hat Sam? 3. Hatte 3 Erfolge. Läuft. Dann hört Sam ein Geräusch von weiter hinten aus der Tiefgarage, wo die Tür ist, die nach oben führt. Die anderen nicht. Seid leise. Dann würde ich doch mal mit Sense the Unseen schauen, wer sich da rumtreibt. Und vorher noch einen Rouse-Check machen. Okay. Ja, das, wenn ich eine 1 mache, kriege ich einen Würfel mehr, oder? Bist gemutet. Bist gemutet. Kriegst immer einen Würfel mehr, ist völlig egal. Und die Frage ist nur, ob der Hunger steigt oder nicht. Also dein Hunger steigt jetzt. Ja, nee, ich meine jetzt hier beim Eintragen. Mit dem neuen. Gucken wir einfach mal. Okay. 3. Hm? 3 Erfolge. Okay. Ja. Das, was du sehen kannst, ist halt nur, dass die Tür gerade in die, ins Schloss fällt. War keine dann würde ich hinterher rennen. Huch. Sie ist schon manchmal ein bisschen impulsiv. Vielleicht hinterher. Ja. Vielleicht wird dann einfach hinterherlaufen. Okay. Ihr könnt wahrscheinlich noch sehen, wie ich im Laufen die Knarre ziehe, die mir Ronan ja besorgt hatte. Ja, lauft hinterher und auf dem... Okay. Auf dem Treppenabsatz, wo es nach oben geht, ist ein Schuhkarton. Ich würde vielleicht auch mal, während wir da irgendwie dahin laufen, würde ich auch mal Sense the Beast aktivieren, weil das ja doch irgendwie komisch ist. Ich meine, ich nehme an, dass ja, da Sam vorläuft, sie als erstes darüber stolpern wird. Korrekt, ja. Ich weiß nicht, ob du das ignorierst und weiterläufst. Ich glaube, ich würde mal weiterlaufen, ja. Weil ich würde tatsächlich stehen bleiben und Sam läuft das die einfach Treppe aufmachen. Hoch, siehst aber nichts weiter. Ja, dann würde ich noch eine Weile wieder zurückkommen. Ich würde auch noch mal kurz gucken. Also ich würde erstmal das so hochheben, so wie schwer das ist, vielleicht mal so das ganz nicht sachte sonderlich schwer. Angela, entschuldige, vielleicht meldet sich da der Kopf bei mir, aber wenn du irgendwo ein Präsent bekommst, nicht einfach hochheben. Es könnte auch ticken. Zu spät. sehe ich irgendetwas mit 3 Erfolgen bei Sense the Beast? Nein. Okay, dann... Okay. Soll ich das?
jetzt irgendwo weiter weglegen und mit einem Besenstiel aufmachen? Ronan horcht mal, ob er da drin was ticken hört. Okay. Es ist auch zu leicht für eine Bombe. Ich meine, was würde ich darin vermuten? Ein paar Schuhe? Leichter als ein paar Schuhe? Leichter als Schuhe. Es rappelt ein bisschen, wenn das wirklich. Stell es erstmal hin, denke ich. Jetzt ist sowieso egal. Du siehst so, wie ich kurz davor bin, es einfach fallen zu lassen. Aber dann setze ich es doch einfach auf den Boden. Also, ich kann mir nicht vorstellen, also, ich weiß es nicht. Da ist irgendwas sehr Leichtes drin. Fühlt sich an wie ein Kissen. Oh ja, ich habe schon echt lange ein Schmusekissen gesucht. Ich meine, würde dir vielleicht in der Zelle da unten ein bisschen gemütlicher machen? Ja, vielleicht. Und mir fehlt ein bisschen weibliche Gesellschaft da unten. Nimmt mal so einen Bleistift und macht mal so den Kartondeckel hoch. Du bist gemutet. Du bist gemutet. Ganz vorsichtig machst du den Kartondeckel hoch. Ja, Paranoia und so. Ich schau nicht hin. So. Ich stehe einfach nur so mit. Etwas genervt im Blick, ja, da. Da ist ein Briefumschlag drin und ein Schlüssel. Gut, ich würde dann tatsächlich einfach den Briefumschlag nehmen. Und ihn öffnen und lesen, was da drin steht. Ist einmal ein Foto von einer Garagentür, die nicht sonderlich auffällig ist. Ist halt ein bisschen, da ist die Farbe ein bisschen abgeblättert. Also schon eine etwas ältere, nicht so unbedingt gepflegte Garagentür. Auf der Rückseite von dem Foto steht eine Adresse. Und an dem Briefumschlag ist außerdem ein Zettel, wo drauf steht, Job erledigt. Wir haben eben noch drüber geredet. Nehme ich an, dass es sich darum geht. Also ist das theoretisch meine Post. Ja, ja. Okay. Ah. Wie weit weg ist diese Adresse? Bruce? Ja, hier war das Foto. Gib mal her. Die ist tatsächlich gar nicht so weit weg, weil du bist ja auch in dem Industriegebiet da mit deinem Bürogebäude. Ja. Mhm. Das ist in der Nähe. Nur ein paar Blocks, nicht so weit, kann man hinlaufen. Vielleicht. Willst du wieder einen Kofferraum, Ronan? Sam. Ja. Sperrst du mich in den Kofferraum, damit wir da rüberfahren können und wenn möglich ein oder zwei Blocks vorher halten, damit ich mich durch die Stadt schleichen kann. Möglichst von Auto zu Auto, wie ein Stadtstreicher. Was hältst du davon, wenn wir einmal an der Garage vorbeifahren und uns die Umgebung anschauen, bevor wir dich irgendwo aussteigen lassen? Das ist noch besser. Dann sollte er dir aber mehr als $5 geben. Also ich kenne die Preise, das ist viel mehr. Fallen wir doch alle in den Rücken. Ich zwinker sehr offensichtlich in deine Richtung. So, der Arme, dabei hatte doch gerade gar kein Geld. Bruce, würdest du mitkommen und mich lotsen? Klar, ich hab ja eh nur... Ja, klar. Selig sind die, die von den Brucher gepiesackt werden. Warum kaum Primo gehen sein? Und schon wird gepiesackt. Ist das so eine typische Primogen-Sache? Ich habe keine Ahnung. Das kann auch deine Persönlichkeit sein. Hm. Kulinarin Ling ist schon kerbisch, ja. Wow, okay. Entschuldigung. Kann ich ja nichts dafür. Das ist halt scheiße. Da beschwer dich bei meinen Eltern, genau. Na dann. Okay. Interessant, aber ja, meinetwegen. Mit hängenden Schultern trotzdem eher zum Auto zurück. Ich gehe übrigens auch zum Auto und will einsteigen, so als wenn ich eingeladen worden wäre.
Außer irgendjemand beschwert sich. Erst du bitte nicht schneller als 50, ich habe den Kopf angestoßen. Krabbelt in den Kofferraum. Ich werde den Teufel tun und die Bullen auf mich aufmerksam machen mit meinem Fahrstil. Also. Das ist total klasse. Falls das jetzt passiert, hast du tatsächlich eine Leiche im Kofferraum. Apropos Bullen nicht. Dass die Straßen hier so schlecht sind, da kann ich nichts dafür. Da hätten wir vielleicht doch den anderen Bürgermeister wählen sollen. Ich weiß nicht, soll ich fragen? Nö, kein Problem. Gut, ich meine nur. Weil mit unauffällig fahren, das kriege ich eigentlich nicht hin. Das nehmen wir übrigens auch hin. Den Schlüssel nehme ich dann übrigens auch mit. Bin ich von ausgegangen, ja. Gut, ich wollte nur nochmal sicher gehen. War nur ein Angebot, okay. Ja, dann auf, ne? Es brummt kurz irgendeine irische Melodie aus dem Kofferraum. Was zum? Und dann verstummt die aber auch nach kurzer Zeit. Ey, fahrt die paar Blocks. Bruce führt euch und kommt dann tatsächlich an so einer, ja, so einer Reihe von Garagen vorbei. Und da ist tatsächlich eine relativ auffällig, weil sie nicht gepflegt ist. Und ja, sonst hält sich hier gerade mitten in der Nacht im Industriegebiet keiner auf. Meine Güte, das ist so auffällig, unauffällig. Meine Was Güte. Macht denn so die Fauna? Die Fauna? Willst du wissen, ob es Vögel da gibt? Es gibt überall Vögel hier. Ich kann theoretisch mal gucken, ob da genug Platz ist, ob man, dass man mit dem Auto reinfahren kann. Ja, klar. Ist dann, ja ein Garagenplatz, ja. Ne? Also klar, mit dem Auto. Ja, die Frage, ich weiß halt nicht, wie viel da drin ist, also wie groß die Garage selber ist und da müsst ihr erstmal wo in die Garage das gestapelt ist. Ja. Genau, deswegen meine ich ja, ich könnte aussteigen, mal aufmachen und reingehen, gucken, wie das da drin aussieht. Ja. Dann würde ich das tatsächlich auch machen. Gut, dann gehst du. Ich weiß nicht, ob es halt nur das Garagentor gibt oder ob da an der Seite auch noch so eine Tür oder sowas. Nee, ist nur das Garagentor. Gut, dann würde ich halt einfach mal aufmachen, reinlinsen. Ja, aus die Garage auf, geht halt so nach oben. Und dann ist mit dem Auto kommst du da definitiv nicht mehr rein, weil da sind ganz viele Kisten und mehrere Computer und alle gestapelt. Einsäuberlich. Okay. Ihr seht nur, wie ich das so hoch drücke, dann so ein paar Sekunden gucke und sie dann wieder runterziehe. Dann bleibe ich noch so ein paar Sekunden stehen, stelle mir so meine Arme kurz in die Hüften. Und dann gehe ich wieder zurück. Das sieht nicht so gut aus. Steige wieder ins Auto. Drehe mich so nach hinten. Sag mal, Ronan, du hast bestimmt keine 2 Dutzend PCs gehabt, oder? Hä? Ja, das ist hier, ich sehe sie hinten genau zu verstehen. Oh Gott, ist das scheiße. Kannst du nicht zumindest mit dem Auto ranfahren und ihn rauslassen? Das geht doch gar nicht hier. Genau, ich glaube, ich muss nach Gossi. Es ist so bescheuert. Wir haben wirklich eine Leiche im Kofferraum. Das hatte ich auch. Nicht nur im Kofferraum. Ich kann schon ranfahren und ihn rauslassen. Das ist nur, hier sitzen überall Vögel. Notfalls. Willst du das Risiko eingehen? Mir ist also nicht egal, aber musst du wissen, ich drehe mich auch wieder nach hinten. Willst du ein Seitenfenster? Ich habe keine Ahnung, was er sagt. Wir verstehen auch nicht. Gibt es da ein Seitenfenster? Nein. Ist halt mitten drin in so einer Reihe von Garagen. Gibt es da irgendwo Schatten? Schatten? Ja, bestimmt. Seit kann ich mir verdammt mal den Kofferraum aufmachen, so ein Stückchen? Fahr einfach ein bisschen näher dran, wir machen den Raum einen kleinen, also den Kofferraum einen kleinen Spalt auf.
Ja. Also, da ist eine Menge Kram drin. Und wenn ich sage eine Menge, dann meine ich eine Menge, Menge. Diese gesamte Garage ist vollgestellt. Mit Kisten, ja, Dokumenten, ist ungefähr so Computern. Die halbe Garage ist voll, ne? Okay, also so, die halbe. Auto, ich sag trotzdem die ganze. Also das Auto würde nicht mal reinpassen. So voll ist diese Garage. Ja, dann haben sie wohl vermutlich das halbe Polizeirevier ausgeräumt. Abgefahrene Nummer. Frage ist, was tun wir damit jetzt? Ich habe einen Ersatzkanister irgendwo noch rumfahren. Könntet ihr der Pyromane mal sagen, dass irgendwas mit dir nicht stimmt? Du kannst schon mir normal reden, der Kofferraum ist ein Spalt offen. Nope. Könntet ihr der Pyromane mal sagen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt? Ich glaube, das kannst du selber sagen. Sie ist ungefähr 2 Meter von dir entfernt. Mit dir stimmt irgendwas nicht. Ich meine, sagen wir es mal so, es ist auf jeden Fall ein sehr effektives Mittel, um Beweise zu vernichten. Also Ronan's ist... Wenn du mir sagst, dass du einen Platz hast, wo wir das Zeug hinbringen können, wo es sicher ist, wo du nicht reingehst, wo sonst niemand rangeht. Ja, was ist jetzt schon wieder mit mir jetzt? Du weißt genau, warum du nicht rangehen sollst. Ich hab's dir vorhin auseinandergesetzt, bevor wir losgefahren sind. Das war diese Geschichte, das ist die umfassende Geschichte. Geschichte? Schon mir auch so Fragen dumm. Diese Geschichte, was ich gemeint habe, ist, dass Ronan die Aufzeichnung von Andrew nicht weiter anschauen sollte, weil die dich kaputt machen. Weil man damit seine geistige Gesundheit wegwirft, wenn man sich näher damit befasst. We wanna call Ghostbusters. Also meint ihr, dass man damit doch nicht den Weg herausfindet? Wahrscheinlich schon, aber zu welchem Preis? Ich muss sagen, das stimmt schon. Also, wenn diese Dinger nicht verändern, solltet ihr da vielleicht schon die Finger von lassen. Vor allem, wenn du das ihr nicht verstanden hast, was da drin steht. Noch nicht. Ich hatte ja keine Chance, um das zu verstehen und um vielleicht herauszufinden, warum das so ist. Muss ich entsprechende Studien betreiben. Und diese Studien solltest du bleiben lassen. Gut, das ist ja unser eines Dilemma. Das andere Dilemma ist, da sind ja alle Sachen drauf, die ich bislang herausgefunden habe und die Jelly herausgefunden hat. Da ist ja alles drauf. Das ist ja nicht nur das. Und das würde ich ungern vernichten, weil wir dann erstmal gar nichts mehr haben und ich wieder bei Null anfangen und das aus dem Gedächtnis rekonstruieren müsste. Dann müssen wir die Sachen auseinandersortieren. Schnell. Das, was von Jelly ist, können wir ja irgendwo bergen, aber die Sachen von Andrew sollten wir... Und die PCs können wir theoretisch einfach alle crashen. Ich denke, es wäre theoretisch möglich, wenn zwei Leute, wie auch immer, reingehen in die Garage, Licht anzünden und vorne der Schlitz wird zugestopft, damit das Licht nicht nach außen dringt, damit man genau gucken kann, was wo einsortiert ist. Hast du irgendwo vielleicht eine Plane im Auto, damit man da eventuell Fenster und sowas abdecken kann? Ja, wenn das Ding keine Fenster hat, dann muss man wahrscheinlich einfach nur das Tor zumachen. Ach so, ja, richtig. Ich habe jetzt überlegt, dass vielleicht über dem Tor so ein Fenster ist. Gibt es ja auch manchmal. Keine Fenster. Gut, ja, Tor zumachen. Wie bitte? Keine Fenster. Okay, alles klar. Hauptsache, es dringt dann der Lichtschein nicht durch, weil das könnte doch auffallen, falls mal jemand vorbeifährt. Ich kann theoretisch mal reingehen und ein Feuerzeug anmachen oder so. Und dann an das Tor ranhalten und ihr könnt mir sagen, ob man es sieht oder nicht. Hat das Ding einen Lichtschalter? Also gibt es in der Garage einen Lichtschalter? Ja. Es war auf jeden Fall. Dann drücken wir doch mal auf den Lichtschalter und machen dann das Tor zu und gucken, ob es noch Licht nach außen dringt. Ja, ein bisschen durch die Ritzen halt, ne? Ja. Das war halt der Plan. Deswegen die Ritzen zumachen, dann sieht man es nicht. Wie gesagt, wenn du irgendwelche Pläne hast oder vielleicht da drinnen irgendwelche Pläne sind, dann würde ich mal schauen, dass ich irgendwie versuche, da noch einen Vorhang zu basteln. Es geht
Also auf den PCs, also so die PCs, die sollten wir tatsächlich kaputt machen. Außer die Frage ist, die Frage ist, ob da nicht irgendwelche Sachen noch drauf sind, die uns vielleicht helfen könnten. Mehr Infos über die Stadt, über die Einwohner. Hey, vielleicht könnte das hier meine neue Operationsbasis sein. Die Garage, yay. Vorübergehend. Frage ist, wie sicher können wir das halten hier? Gar nicht. Das dann und der Dicke würden wissen, dass du hier bist. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Das können sie sich sowieso ausrechnen, dass ich hier sein werde. Ja, aber wenn du dich hier längerfristig niederlässt. So, überlegen, was brauche ich denn? Ich müsste jeden PC einmal anschließen, die Festplatte überprüfen, am besten die Festplatte ausbauen und ja, am besten an die Festplatte ausbauen. Aus allen PCs die Festplatte ausbauen, aus den Laptops, wenn welche da sind, die Festplatte ausbauen. Und die Akten müssten wir dann entweder einmal vollständig abfotografieren, dann könnten wir theoretisch alles vernichten. Macht es Sinn, bevor du sie abfotografierst, kannst du sie auch direkt behalten. Ich glaube, es macht keinen Unterschied, ob du sie auf irgendeinem digitalen Datenträger hast oder so in Papierform, was die Sicherheit angeht. Wobei, einen digitalen Datenträger kann man einmal auseinanderbrechen, dann ist der Inhalt weg. Und wenn du halt ganz viele Dokumente hast, dauert das ein bisschen länger. Und ich muss die irgendwo lagern, wobei ich die natürlich im LM-Club unterstellen könnte, die Sachen. So lange. Aber das Längste wird eh das Überspielen. Wenn du sie alle fotografierst, wird es, wenn ich mir die Anzahl der Kisten hier so anschaue, auch ewig dauern. Sehr lange dauern. Ich schlage vor, wir laden die Sachen ein. Wir könnten ein, auch mal gucken, ob die ganzen Sachen nicht vielleicht schon digitalisiert wurden und auf den Festplatten draus sind. Das ist halt die Frage. Das müsste ich wirklich überprüfen. Ich meine, vielleicht erstmal testweise einfach allen davon anschließen, ob man überhaupt reinkommt, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, dass so. Also ich denke mal, dann nimmt der Laptop, weil Monitor gibt es da keine. Okay, ja. Okay. Noch keine Keyboards oder Mäuse. Ich bin halt nicht so unbegabt da drin, aber auch ich brauche da ein bisschen für. Ja, du hast ja eh nichts anderes vor gerade im Moment, oder? Was hältst du davon, wenn wir den Laptop mitnehmen, die Garage wieder zumachen? Du guckst dir, wir fahren in die Tiefgarage vom Club, du guckst dir an, was auf dem Laptop drauf ist, und dann müssten wir eh ein anderes Auto besorgen. So einen von den Laptops erkennt Ronan auf jeden Fall, dass es seiner ist. Also. Juhu, da klebt ein Kleeblatt drauf. Nee, das ist meine alte, noch nicht mal, also es ist tatsächlich fast ein topmoderner Laptop. Jelly angeschafft. Ich stelle mir gerade vor, morgen in der Zeitung Polizeilager leergeräumt. Du, John, was gehört dem denn alles? Keine Ahnung. Gut, nehme ich alles mit. Genau das. Tja. Ne. Wie viele PCs sind hier denn so? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja. So. Scheiße. Ich habe noch keinen PC. Wir brauchen ein größeres Auto, um die ganze Scheiße von hier wegzuholen. Ja, wir brauchen das verdammte A-Team, um die Scheiße hier wegzuholen. Ich könnte bei meinem Chef fragen, ob ich das Großraumtaxi haben kann, oder das ist so. Da kann man das die Sitzung mit Sicherheit kann. Scheiben, oder? Mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wenn wir einen Transporter hätten, der hinten nicht durchsichtig ist. Ich weiß nicht, kenne ich da irgendwen oder? Kannst du leihen? Ja. Wir können einfach einen von U-Haul anmieten. Ja. Leihen, bar bezahlen, Feierabend. Das könnt ihr bar bezahlen. Ja. Das könnt ihr machen, ja. Gut, aber trotzdem kann ich da zumindest mal überprüfen, also ich weil weiß, da. Dass Bruce kaum Geld hat, was Ronan gerade kaum Geld hat. Ich weiß nicht, wie es bei Dr. Angela ist. Sam könnte Geld haben. Weil sie wenn sie zusammenlegen, könnte es aber funktionieren. Ja, ich meine, was kostet so ein Transporter für 24 Stunden $100? Die werden mir schon noch irgendwo zusammenkratzen. Ich meine, 5 habe ich ja schon. Ich habe ja eine Anzahlung bekommen.
muss Bruce noch ein Sparschwein kaputt schlagen für. Wobei auf dem Hauptrechner, den Roden ja hatte, waren ja alle Sachen drauf. Bruce, wir können kein Geld von dir nehmen. Wenn Anna erfährt, dass du Sam Geld gibst, dann bist du leider tot. Ich habe auch sowieso kein Geld, was ich dir geben könnte, wahrscheinlich. Das wäre aber auch ein schöner Satz. Wo ist denn das Geld hin? Das habe ich M gegeben für besondere Dienste. Ja, genau. Dann brauche ich einen neuen Charakter. Sam, glaube ich, auch. Tierhaftigkeit gegen Geschwindigkeit. Gut, dann überprüfe ich erstmal den Laptop in Ruhe. Und Ende 28 mal meine Passwörter. Ich würde mich vielleicht nochmal umschauen. Generell auch nochmal, vielleicht, wenn man noch da draußen blicken kann, weil es mir das ja auch angemerkt hat, mit den Vögeln, ob ich bei den Vögeln irgendwas erkennen kann, ob da jetzt wirklich so ein kleiner Spion dabei ist. Wie willst du das dann erkennen? Naja, wenn die irgendwie unter der Beeinflussung von Amanda stehen, müsste ich das ja mit Sense the Beast erkennen, wenn da irgendwie... Nee. Nein? Kannst mit Sense the Beast kannst du das Tier in Leuten spüren. Ach so, ich dachte vielleicht, wenn die Kraft übertragen wird oder so auf dem Tier. Ich schaue mich trotzdem einmal um. Kann ja nicht schaden. Schadet nicht, ja. Ja, wieder drei Erfolge. Ja, nix. Nix, okay. Ja, während er dann da das so überspielt. Ich würde mich vielleicht auch, wenn da irgendwie so eine Ritze ist, wo man sich das nicht so vorstellen kann, würde ich mich das so vorlehnen und unproduktiv in der Ecke stehen, weil Bruce weiß noch nicht, was er da jetzt machen soll. Ist das eigentlich alles da, alles Sachen von dir? Weil das ist ja schon eine ganze Menge. Oder sind da auch noch irgendwelche anderen Sachen mit dabei? Ich mach einfach mal so eine Box auf. Das sind halt größtenteils Akten. Sind da auch die Blutkonserven von Ronan? Wenn du lang genug suchst, findest du die, ja? Ich hab Hunger. Na dann, gut Hunger. Ronan, ich bediene mich mal, ne, und ich werfe eine von diesen Blutbeuteln mal so hoch. Ja, Das wird sicher leckerer, wenn es dazu noch nicht gekühlt war. Boah. Geht Schlimmeres, glaub mir. Und dann nuckel ich an einem. Schmeckt ziemlich eklig, aber ja. Gibt dir einen Hunger zurück. Ah, ja. Besser. Natürlich, euer Primogenigkeit. Bedient euch an meinem Inventar. Tja, Ronan, du musst wohl mit deiner neuen Diät noch ein bisschen weitermachen. Hier ist noch genug anderes. Willst du was? Und ich werf noch so einen Beutel hoch. Und jongliere damit so ein bisschen. Wenn du jetzt sagst, fang, ja, dann werde ich echt ausfallend. Steht so angewidert in der Ecke und schüttelt nur den Kopf, so ein bäh. Weißt du, Bruce, wenn man nicht jagen will, gibt es nicht so viele Alternativen. Schon trotzdem nicht angewidert an, so. Ich jetzt hier besser nicht von, was ich schon alles getrunken habe. Ich will das auch überhaupt nicht wissen. Guck nach links, guck nach rechts. Wie gesagt, sehr widerlich, weil lange ungekühlt. Das ist mir egal. Deswegen habe ich ja den eisernen Magen. Das ist völlig egal. Oh. Also wie sieht's aus? Wie eine Coke. Was haben wir hier alles? Was für ein Auto brauchen wir, um das hier wegzuschaffen? Was kann hier bleiben? Also wollen wir mal grob durchführen, ob das wirklich alles sein Zeug ist oder ob sie tatsächlich einfach die Regale leer geräumt haben. Also, was suchst du genau? Also, ob das Seilunterlagen sind, beziehungsweise ob da noch Sachen dabei sind, zum Beispiel, die schon weitergereicht worden sind, weil wenn da Akten bei sind, geht Ron davon aus, dass das schon die Aktenaufnahme für das Polizeiarchiv war. Ja, also es sind teilweise Polizeiakten, in anderen Kisten sind aber halt die Sachen, die die Leute bei dir aus der Wohnung rausgeholt haben.
Ist denn irgendwas dabei, was ganz offensichtlich nicht dazugehört? Woran würdest du das erkennen? Naja, wenn das halt zum Beispiel überhaupt nicht seinen Fall betrifft. Es hat eigentlich alles mehr oder weniger mit dem Hochhaus zu tun. Und dann okay. Halt mit dem Ronan O'Connor. Der jetzt noch mysteriöser wird. Scheint alles übermäßig da zu sein. Weil du jetzt auch nicht genau weißt, was die alles aus der Wohnung rausgetragen haben. Ja, das ist richtig. Ist dir was mir gerade einfällt? Nein. Nein? Dieser Fall, der ist ja schon mysteriös genug. Mhm. Ich denke mal, dass spätestens beim nächsten Überprüfen der Inventarliste, was meistens abends erfolgt, wenn der Wachwechsel ist, dann trägt man sich in ein Büchlein ein, der Aufsicht hat über die Asservatenkammer, dann geht er rein und stellt fest, dass ein Regal vollständig leer ist. Und das dann zufällig diesen ominösen Fall betrifft. Wobei die Frage ist, ob nicht vielleicht noch mehr Sachen fehlen. Das löst die nicht hier sind. Das kann natürlich sein. Das wäre schlau. Oder vielleicht doch ein Feuer gelegt wurde. Ich hoffe nicht. Das löst zwar das Maskeradeproblem, aber nicht das Problem, dass ich nicht mehr in der Öffentlichkeit auftreten kann. Zumindest nicht in der menschlichen Gesellschaft. Ach, ich denke, ein bisschen Style ändern, Haare färben, mit dem Rauchen aufhören. Lieber werde ich Engländer. Ey, das war einfach nur eine Idee. Hat mir gut geholfen. Bruce zuckt so ein bisschen, als du das sagst. Aber es ist nicht so vor allem, sondern so dieses, so, da fuck, warum? Also könnte es sein, dass sich das hier genauso weit in die Scheiße reinreitet. Ja, ist toll, ne? Hey Angela. Du weißt, was mein Vorschlag für das Problem war. Das ist kein Vorschlag. Doch. Das ist ein ganz schlechter Zug, Fräulein. Hey Angela, da mein Erzeuger gerade vermutlich irgendwo unter ferner Liefen ist, haben die Bucher nicht noch Platz? Hat sich nichts verändert. Wir wissen immer noch nicht, wo die sind. Irgendwo hängen die doch draußen rum. Da war ich ja gerade dabei, aber... Da habe ich auch ein paar Sachen zu. Irgendwo hier drin. Okay. Ich muss es nur erstmal wieder sortiert bekommen. Du fängst jetzt aber bitte nicht an, hier die Sachen zu sortieren. Nein, wenn das Mama. Hier so aussieht, als wäre das alles Zeug, was hier aus dieser Garage weg muss, dann sollten wir uns jetzt langsam beeilen. Ja, tun wir auch. Wir holen jetzt alles raus, winken fröhlich den Vögeln zu und bringen sie nicht um. Gut, dann. Ja, mysteriöses Vogelsterben im Industrie. Gut, dann machen wir das so. Dann machen wir das. Und dann bin ich die nächste Zeit damit beschäftigt, das zu sortieren. Dann mache ich im Club eine LAN-Party mit mir selbst. Yippie. Ja, ein Transporterlein könnte auch sein, es sollte nicht das Problem sein, die Sachen da weg zu transportieren. Ja. Also bringt das dann alles zum Club, ja. Ansonsten kann ich auch mein Gebäude weiterhin anbieten. Die Tiefgarage ist zumindest auch weitestgehend abschließbar und absicherbar. Hat sogar irgendwo eine Alarmanlage, auch wenn ich sie bisher noch nie angeschaltet habe. Und ich habe weniger Besuch als dein Club. Sag, wo du die Sachen haben möchtest, Ronan. Und hat noch ganz viele sag Zimmer mir,
Was stimmt. Du mit den Sachen von Andrew machen wirst. Ich werde nicht mehr reingucken. Wie entsorgst du sie? Bruce? Zieh so eine Brau hoch. Ja. Kennst du irgendeinen Ort, wo man garantiert etwas nicht wiederfinden kann? Wie sind die in fucking Texas? Geh in die Wüste. Darf ich dich erinnern, dass unser rumänischer Freund mit Sand handelt? Und du ihn auch unerwartet in der Wüste angetroffen hast? Ich persönlich halte die Wüste für keinen sicheren Ort. Ich weiß nicht, was du damit machen willst. Wenn du es zerschneidest und in den Sand packst, dann ist es weg. Ich kann dir auch irgendeine Lehmgrube zeigen oder so. Oder schmeißt es die Klippe runter und zerschneidest es. Ich weiß es auch. Fütter es an die Schweine. Okay. Auch möglich. Ich kenne da so ein paar Rinderherden in der Nähe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Rinder alles fressen. Schweine fressen wirklich alles, aber ja. Rinder nicht, glaube ich. Ja. Aber vielleicht haben die auch Schweine. Du kannst sie aufrollen und rauchen. Das. Ich hätte Schiss, dass da vielleicht doch irgendwas, wenn das ja mit irgendeinem Fluch behaftet ist, dass auf die Art und Weise auch noch was hängen bleibt und Ronan trotzdem das Gehirn grillt. Hey, dann kriegen es vielleicht alle ab. Vielleicht. Kriegt er so aber auch den gesamten Inhalt irgendwie in sein Gehirn gegrillt. Also. Ich hab keine Ahnung, wie der ganze okkulte Scheiß funktioniert, Mann. Ich doch auch nicht. Aber warum denn nicht? Weil ich bei dieser Lektion geschlafen habe. Oh, Gottes Willen. Das ist traurig. Der einzige Tremere auf der ganzen Welt, der sich nicht mit Okkultem auskennt. Ja. Ich könnte Malcolm fragen, ob er es versteckt. Ja. Hast du so ein Vertrauen zu ihm? Das Wissen kommt ursprünglich von ihm. Ist das so? Okay. Und auf einmal ist er wieder interessiert. Teile davon auf jeden Fall. Teile basieren also auf Banu Hakim-Forschung. Denk nicht weiter darüber nach. Ronan ist jetzt wirklich getriggert. Ich will da mal reingucken. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hatte ich dir gesagt. Aber dieses... Aber wieso wissen dann nicht noch mehr Leute als nur Pranava angeblich, wie man hier rauskommt? Oder wissen sie es und heißen noch nicht? Die Tremere teilen ihre Geheimnisse nicht. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn ja auch diese Banu Hakim irgendwas dazu Malcolm weiß. Malcolm weiß auch nicht alleine, wie man aus dieser Stadt herauskommt. Ja, okay. Glaube ich zumindest. Prinzipiell kann jeder diese Wubba erlernen. Rein theoretisch. Mhm. Es hat nur zwei Sachen, müssen nur gegeben sein. Du musst verdammt clever sein. Und du musst einen sehr starken Willen haben. Du musst unglaublich viel Ruhe haben. Na, wow. Niete. Und es schadet nicht, Latein zu können. Ja, ja, Latein. Ja. Latein-Schüler müsste Latein kennen. Ja. Ja. Ich meine, ich bin jetzt nicht die Dümmste, aber... Wenn es sich hier um Rituale handelt... Ich habe vor allen Dingen auch einfach null Interesse eigentlich an so Kram. Weißt du, mein Interesse an Okkultismus begann tatsächlich... Also ich hatte mich insofern dafür interessiert, als ich es gebraucht habe für mein Studium bei der Polizei. Man braucht Okkultismus für ein Studium bei der Polizei? Wenn du dich bei der Mordkommission einsetzen willst für Ritualverbrechen und dergleichen, ja. Na gut. So ein bisschen Hintergrundwissen ist natürlich praktisch.
Das ist alles schön und gut, aber ich möchte wissen, wo wir diese Sachen hinbringen, dass du nicht mehr weiter daran schmökern wirst. Du bist ganz schön hartnäckig, weißt du das? Sind die überhaupt da? Nicht, dass der Dicke und John... Der Dicke und John dürfen die gerne lesen. Vermutlich kennen sie die ja auch schon. Zumindest ich glaube nicht. Teilweise. Werden es halt schon mal gesehen haben. Gesehen haben alleine reicht nicht. Ich habe die Sachen ja auch mehr als einmal gesehen. Sind die da? Reingeguckt? Sind die da oder haben sie die tatsächlich abgezweigt? Nee, die sind da. Okay. So dieses, ja, sind sie. Also geht es wirklich nur da um dieses Buch selber. Das heißt, wenn man das einfach abschreiben würde, so Zeichen für Zeichen, was es drüberlegen, ja, dass man immer nur ein Zeichen sehen kann und dann einfach so nacheinander aufschreiben oder so? Das ist ja nicht ein Buch. Das war ja so eine wilde Zettelsammlung. Es waren ja verschiedene Sachen. Mal sind wo Symbole drauf, mal ist wo nur Text drauf. Das war ja das, du hattest das ja sogar noch abfotografiert, wie es an der Wand hing. Das ist nicht ein Buch. Und ich denke mal, nachdem Andrew das schon mal weggepackt hattest, alles hatte oder vernichtet hatte, nochmal neu geschrieben hat, es ist tatsächlich der Inhalt. Es ist nicht, dass er dieses Zeichen auf diese Art und Weise gemalt hat oder dass das Zeichen bei den anderen Sachen steht, sondern wirklich, wenn man es liest und sich mehr damit beschäftigt, dann grillt es dir die Neuronen weg. Das ist wie wenn du eine Sprache mit Schrift erlernen willst, die nicht das normale Alphabet verwenden. Du musst erst den Kern verstehen. Es ist aber trotzdem interessant zu wissen, was genau daran das ist, was das auslöst. So dass das Gesamte an sich oder halt nur irgendwie so ein klitzekleiner Teil, so wie wenn man ein Genom auseinander nimmt, um herauszufinden, wo eine Krankheit herkommt oder sowas in der Art. Entschuldigung, ich vergesse, das können manchmal, dass wir aber du Ärztin nicht bist. Guck sie es an, als sie Genom sagt. Ich vergesse manchmal, dass du Ärztin bist. Ja, aber sobald wir uns intensiver damit beschäftigen, um das herauszufinden, laufen wir Gefahr, uns die Neuronen wegzubrutzeln. Ihm geht es ja jetzt momentan wieder ganz gut. Heißt das, man ist nur unter... Er hat die Sachen nur überflogen. Deswegen meine ich nur einmal kurz überflogen. Deswegen ist gerade die Frage, wenn man sich das irgendwie aufteilt und man sagt, du arbeitest eine Stunde daran und dann ist Ende und dann der nächste eine Stunde und dann ist Ende, vielleicht... Du kannst nicht sagen, ab wann es einsetzt. Ich habe es ja selber gar nicht gemerkt. Eben. Es trat spontan auf. Aber jetzt ist es weg. Also das heißt, wenn man dann aufhört, sich damit zu beschäftigen, wird es besser? Ich würde noch nicht sagen, dass es weg ist, weil keiner von uns Ronan nonstop die ganze Zeit beobachtet hat. Schade eigentlich. Aber außer die Vögel. Aber weiß ich, dass bei Andrew dann wieder irgendwie schlimm geworden ist, nachdem er wieder angefangen hat, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, es muss ja zwischenzeitlich weniger schlimm geworden sein. Ich glaube wirklich, Andrew hat damals seinen fucking Verstand in dieser Stadt gelassen. Und dieses Wissen ist schuld daran. Und dass er zwischendurch normal gewirkt hat, lag wahrscheinlich daran, dass ihm John das Gedächtnis gelöscht hat. Und ganz ehrlich, da möchte ich gerne drauf verzichten. Also willst du auch, dass das Buch wegkommt? Jein. Ich kann immer noch meinen Schredder anbieten. Hey Bruce, in dem Buch steht drin, wie man rauskommt. Also. Ich glaube, aber wenn das böse ist. Ich glaube, ein Schredder wird Ronan nicht davon abhalten zu puzzeln. Soll ich es fressen und wieder rauskotzen? Das wäre widerlich, aber das würde mich auch nicht vom Puzzle abhalten. Ja, vor allem, nachdem wir keine wirklich funktionierende Verdauung mehr haben. Ihr könnt die Verdauung wieder anschmeißen. Ich kann ein bisschen Ketchup hinterher schmeißen. Leute, das Problem ist halt, dass wir halt einfach zu wenig darüber wissen. Es reizt mich aus mehreren Gründen zu gucken, weil es einfach keine Schriften mehr gibt, die auf den Banu Hakim basieren. Die sind halt einfach futsch. Alle, die vermutlich selber eingeschlossen haben. Ein Teil ist vermutlich auch draufgegangen, als unser Hauptstützpunkt in die Luft gegangen ist. Da ist fast alles Clanswissen verloren gegangen. Frag mich, ob Sarah helfen könnte.
Als Malkavianer hat man doch Ahnung von so Kram, oder? Ganz ehrlich, du möchtest noch jemand in diese Sache hineinziehen? Nö, das war gerade einfach nur laut denken, ob sie Ahnung hat. Letztendlich, wenn ich, entschuldige, wenn das arrogant klingt, aber ich habe einen ziemlich klaren Verstand. Aber keine Ahnung von Okkultem. Ein wenig Ahnung von Okkultem. Ich weiß scheinbar nicht, nicht genug. Ich weiß nicht, ob es so günstig ist, etwas, was nachweislich den Verstand verdreht, einem Malkavianer zu geben, der von vornherein einen verdrehten Verstand hat. Vielleicht entdreht das? Gibt Minus und Minus nicht Plus? Ich meine, offensichtlich bei, wenn es sich bei sowas tatsächlich um mentale Krankheiten und sowas handelt, funktioniert das offensichtlich nicht. Minus, Minus ergibt Plus. Bruce, deine Freundin sieht aus, als hätte sie gerade die Highschool hinter sich und kann vermutlich ein Auto in zwei Teile reißen. Hier gibt es dieses Minus und Minus ergibt Plus nicht mehr. War nur ein Vorschlag. Es wäre schön, wenn das so funktionieren würde. Das weiß ich. Ich kenne die überhaupt nicht. Ich weiß. Vor allem ist auch nicht gesagt, dass wenn ihr ihr das zu lesen gibt und sie euch erzählt, was das ist, dass ihr das begreift. Oh, das lässt ja ganz neue Möglichkeiten zu. Was halt einfach so die Frage ist, ob jemand, der sich mit Okkultem halt besser auskennt, ob er das irgendwie entverfluchen kann. Ja, den Fluch aufheben, ja. Theoretisch, das Problem ist aber, um den Fluch aufzuheben, musst du den Fluch verstehen und schon bist du drin. Frag doch einfach mal. Es müsste eine Möglichkeit geben, und die gibt es bestimmt auch, ein Schutzritual zu ersinnen, was dich unempfindlich macht gegen so eine Beeinflussung. Aber sowas zu entwickeln, ganz ehrlich, ich glaube, das würde vielleicht sogar die Fähigkeiten von Veronica übersteigen. Keine Ahnung, was sie drauf hat. Das ist so höheres Scholarenwissen. Das ist könnte ich theoretisch entwickeln in 70 Jahren oder so. Ich habe ja schon mit Jahrhunderten gerechnet. Ich bin ja schlau. Ich bin jetzt ja nicht so in der Gesellschaft hier drin, aber ich glaube, so lange werden wir hier nicht haben. Aha. Ist jetzt nur meine Vermutung. Ich bin ja auch nur. Ich kenne mich auch nicht aus. Ja, hast du recht. Okay, Ronan, sortier die Kisten aus, die von Andrew sind, und gib sie mir. Wir packen die ins Auto, ich bringe sie wohin. Wir stellen Banu Hakim für eine Grüße von mir. Ich wüsste ja, an wen wir uns noch wenden könnten, aber ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Diese verfluchten Sizilianer. Das ist nicht so wichtig. Okay. Wenn sich jemand mit Seelenmist auskennt, dann die. Sizilianer? Ist so wichtig. Okay. Ronan weiß vielleicht, dass es die eigentlich nicht mehr gibt. Aber ja, dass es sich ein neuer Clan gebildet hat, der sich Hekata nennt. Es gab da mal die Tremere waren der Clan, der von sich halt behauptet hat, er hat die universelle okkultistische Weisheit. Okay. Es gab noch ein paar andere, die das auch hatten, aber es gibt so bestimmte Grenzstudien, die nicht überschritten worden sind. Ich fange nebenher mal an, in die Kisten zu gucken und pack das, wo ich Andrews Handschrift erkenne, fange ich an, ins Auto zu packen, während die dann Und die quatschen. Grenze sind Geister. Die gibt's also auch, ja? Oh ja. Also es gibt doof Papiere, es gibt Geister, es gibt irgendwelche heiligen Priester, es gibt Werwölfe,
Gibt's auch Feen oder so eine Scheiße? Hatte ich keine Vorlesung zu, kann ich nichts zu sagen. Aber also würde mich wundern, Mumien vielleicht? Oder ein Zauberer? Im Museum zum Beispiel. Aber das Ding ist, es gab einen Clan, der in diese Materie wirklich eingetaucht ist. Seelenforschung. Geisterforschung, die Essenz dessen, was die Seele ausmacht. Unsterblichkeit der Seele und so weiter und so fort. Und den Clan hat es auch zerschrotet. Hm. Aber angeblich hat sich da was Neues draus gebildet. Aber die sind seit... Vor allen Dingen sind die von der Camarilla komplett ausgeschlossen. Die sind einfach weg. Niemand weiß groß was über die. Die wollen auch nichts nach außen tragen. Sie sind nirgendwo willkommen. Und dann ist ja auch egal eigentlich. Also. Würde mich aber in dieser Stadt auch nicht wundern, wenn hier so einer mal rumrennt. Wäre aber ein komischer Zufall, oder? Wisst ihr, was mich wundert? Wenn in dieser Stadt so viel, verhältnismäßig so viele Kaniten sind. Ja. Und trotzdem gibt es scheinbar keine Berichte über Werwölfe. Und die Wüste wäre für die ein idealer Ort. Vor allen Dingen, das wäre ja die Partyzone ohnehin. Kaniten können nicht raus, die können vermutlich jederzeit rein. Vielleicht können Spaß die haben, einfach nicht rein. Vielleicht schleppen die Kaniten dann einfach raus und es macht Puff. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Naja, ich frage mich sowieso, wie das mit dieser Barriere ist, ob das nur wir sind oder auch die. Das ist auch ein Punkt, an dem ich gerne weiterforschen würde. Ich weiß nur nicht, wie! Das ist vor allen Dingen, wie weiß die Barriere, als ein Vampir ist? Hassen die Werwölfe eigentlich, sorry, wenn ich jetzt nochmal unterbreche, hassen die Werwölfe eigentlich wirklich Vampire? Keine Ahnung, ich habe noch nie mit einem gesprochen. Okay. Es gab eine Vorlesung darüber, dass es Werwölfe gibt und dass Werwölfe und Vampire sich auf Sicht umbringen. Also ja, Werwölfe hassen auch so Vampire und wir scheinbar Werwölfe. Aber warum? Frag mich doch nicht. Das sind Geschichtsbücher. Hm. Und du weißt ja, Geschichte ist häufig sehr einseitig, wer sie schreibt. Das ist richtig. Wer hat die denn geschrieben? Gott, wie hieß denn mein Lehrer damals? Ich habe den Namen schon verdrängt. Das kenne ich. Mein Erzeuger hat mir da auch ein paar Sachen drüber erzählt. Von denen mag ich ja noch weniger als meinen Lehrer. Hm. Wobei also jetzt... wenn ihr von Werwölfen redet oder so, Jelly hatte ja die Mythen der Stadt erforscht und die hatte was... erzählt von, es gibt halt Gruselgeschichten und also alte Gruselgeschichten aus der Stadt, die über Kojoten in der Wüste die Kinder holen, berichtet. Oh nein. Naja, außer das, was Jelly da halt. Ich weiß aber nicht. Allerdings gibt es auch einen Hexenzirkel in der Stadt. Kojoten, die Kinder holen, komische. Indianer, die Dämonen beschwören. Ganz ehrlich, was mir bei meinen Studien aufgefallen ist, die fröhlichen Ureinwohner hier, das Ganze, was die weißen Siedler mit dem Tamtam zugeschrieben haben, dass dieses Tamtam vermutlich tatsächlich funktioniert hat. Deshalb wollte ich auch nochmal die Wüste mit den anderen Minen angucken, vielleicht ist da ja irgendwas... Das wäre interessant. Gibt es in der Stadt Nachfahren der ursprünglichen Ureinwohner noch? Weiß ich da irgendwas? Ich bin ja noch mal ein bisschen länger hier. Ein Reservat gibt es hier ja nicht. Ob es irgendwie so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch ab und zu mal noch so einen Indianer-Shop oder sowas. Weißt du irgendwas in der Umgebung? Leute, die halt einfach aussehen wie Native. Ja, gibt es jede Menge. Gerade seid ihr an der Grenze zu Mexiko, da gibt es ganz viele Mexikaner und ganze Viertel, wo die wohnen und so. Naja, es gibt ja schon ein paar Leute.
Bruce, du könntest mir vielleicht einen Gefallen tun. Das ist viel... Unter den Vampiren übrigens ja auch, ne? Sabra ist ja auch. Aber das ist, was ist, viel, ist vielleicht wirklich ein Schuss ins Blaue, dass du dich vielleicht mal umhörst, ob es tatsächlich direkte Nachfahren der ursprünglichen Indianer in dieser Stadt gibt. Wenn das einer wissen könnte, dann ja, da kenne ich, glaube ich, jemanden, da kann ich fragen. Und ob's, weil vielleicht gibt es da dann ein oder zwei, die wirklich sich an alte, die noch an, zumindest sich an alte Rituale von den Großeltern oder so erinnern können. Die Frage vielleicht. Ist, wie viel sie davon mitteilen wollen. Das steht auf einem anderen Zettel, aber vielleicht wäre das einfach mal ein Schuss ins Blaue, dann fühlt man sich nicht ganz so untätig. Ich habe sowieso genug zu tun, also und ich bin jetzt auch nicht so der, der auf Leute zugeht. Vielleicht dann doch einer von, das ist auf alle anderen in diesem Raum. Und nicht auf den schäbigen 1,90 großen Typ mit verfilzten Haaren. Bruce, aber du lebst doch schon länger hier in der Stadt. Dein Gesicht kennen sie. Wir sind Fremde. Und naja, ich kann mich gerade auch nicht darüber beschweren, dass mir langweilig wird. Sie ist als einen kleinen Gefallen. Und schmunzelt so ein bisschen. Ich mache das auch einfach so. Mir ist das egal. Hauptsache, wir kriegen irgendwie raus, was hier los ist und wie wir die anderen Typen loswerden. Ohne irgendwie Polizeipräsidium abzufackeln. Genau. Naja, kann ich machen. Ja, super. Kannst du mir eine Friedenspfeife oder so mitbringen? Was? Ich glaube nicht. Ich weiß gerade nicht, was du von so nativen Leuten erwartest. Die laufen ganz bestimmt nicht in Lendenschurz umher mit irgendwelchen Federn in den Haaren. Du und rauchen eine Friedenspfeife. Das ist mir schon klar, aber es ist vielleicht, gerade solche Leute kennen häufig halt noch alte Legenden. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, das war halt gerade nur so diese typischen Stereotypen. Es gibt eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass die sich halt einfach komplett integriert haben in diese Stadt. Das ist richtig. Das ist ja in den meisten Städten so. Ja. Aber macht ja auch nichts. Klischees bedienen wir ja alle mal gern. Ob bewusst oder unbewusst. Naja, wie auch immer. Ich kann auf jeden Fall jemanden fragen. Wenn das jemand weiß, dann bestimmt der. Ich kann mal nachfragen. Aber ich weiß es auch nicht. Wird auf jeden Fall helfen. Vielleicht. Ja. Alles, was irgendwie Wissen angeht, ja, aber ich weiß nicht, wenn das irgendeiner von euch auch noch machen kann, sich irgendwie mal, wenn ihr Zeit habt, irgendwie erkunden, wie das mit den Firmen oder so ist oder ob es irgendwelche Gebäude gibt, die ich auch noch nicht kenne, irgendwie außerhalb. Ich meine, irgendwo müssen die ja hier sein und also mein Gebäude außerhalb, das fällt halt auf. Oder irgendwie, keine Ahnung, ist eine Batman-Geheimhöhle. Ich denke mal eher, dass sie hier ziemlich vor unserer Nase sitzen. Ja, eben. Irgendwie sowas und dann ich kenne mich halt nicht so gut mit Computern aus und das ich kann halt Sachen googeln, aber mehr weiß ich auch nicht. Du hast doch da diesen Bekannten im Trailerpark. Ja, den dachte ich auch, der weiß so einen Scheiß. Ich meine, weißt du, ob der zufällig die Zeitung liest? So diese Aluhut-Fraktion liest doch eigentlich auch immer gern die Zeitung. Und nein, ich glaube nicht. Okay, ist der eigentlich wieder zurück aus seiner Waffenshow? Waffen-Dings, Bums, wo er war? Ja, der ist wieder zurück. Okay. Ich kann ihn fragen. Vielleicht hat er irgendwas gehört. Wobei ich befürchte, dann kriege ich wieder eine neue Waffe geschenkt. Vielleicht gibt es Schlimmeres. Eben. Das ist vielleicht kein Fehler. Ich will aber nicht noch eine Thompson-Maschinenpistole haben. Du hast was? Ich würde sie nehmen, wenn du sie übrig hast. Nein, das waren Familienerbstifte von ihm.
Das ist aber eine ziemliche Ehre, die dann weiter vererbt zurückkommt. Ah, das ist ja wie in Boston. Wurdest du adoptiert, ich mein, oder was? Ich hoffe nicht. Also ich mag ihn und er ist ziemlich gut, weil er bemerkt immer die frechen Leute, die Müll auf dein Grundstück schmeißen, weil er ist sowieso alles beobachtet, aber ich... Dieser Kerl hat so die galoppierende Paranoia, der könnte für uns echt von Nutzen sein. Du kannst ihn mal fragen, ob ihm irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen ist. Oder klar, ob er ungewöhnliche Dinge gehört hat. Ich weiß nicht. Oder verlässt er diesen Trailer nie? Ungewöhnliche Dinge? Er war letztens, ich weiß gar nicht genau wo, auf einer Waffenausstellung. Nee, ich meinte damit, ist er auch mal in der Stadt unterwegs? Geht er mal einen trinken? Nee, weiß ich gar nicht, ich glaube nicht. Naja, red einfach mal mit ihm. Hat er keine Stammtischrunde mit anderen Freunden? Nee. Ich muss mir wieder richtig zu lachen. Nee. Nein. Ich kenne den nicht. Ich muss, nein. Naja. Lass dir mal vorstellen. Wir könnten auch mal nochmal, was wir unter die Lupe nehmen sollten, sind die ganzen Self-Storage-Sachen. Wer weiß, vielleicht willst du die Ironie, dass sie hier sogar eine von diesen Garagen angemietet haben. Das kann natürlich sein. Aber wir sollten uns echt mal... Eigentlich ein lustiger Gedanke, dass sie gerade in der Nachbargarage oder in der gegenüber sitzen. Oh, ich habe fast Lust, jetzt einfach mal so dahin zu gehen und das Tor aufzuhebeln. Bruce, das ist nicht so, als hätten wir das komplett aus den Augen verloren. Nein, das glaube ich auch nicht, aber ich will jetzt auch nicht warten, bis in 2 Wochen oder irgendwann... Das stand ja auf meiner Agenda, bevor Scheiße X passiert ist. Du bist auch dabei raus, also aus der ganzen Sache. Hauptsache... Co-Ecker, sie sind raus. Genau. Nein, es geht nur daran, ich weiß noch nicht, wie das bei euch abläuft und wann hier die wie heißt das, Prinzessin? Prinzessin? Immer noch Prinz, wie aber, ich gelernt habe. Aber ist das nicht eine Frau? Die ist Prinz, keine Ahnung. Dann die Zebra. Ja. Ah, so heißt sie, genau. Ich vergesse immer ihren Namen. Wenn sie also solltest sie schon mit ihrer Majestät ansprechen, wenn du... irgendwann mal triffst, aber ja. Das weiß ich nicht. Sehr geehrte Majestätigkeit. Das könnte, ich meine, ich habe lange nichts mehr von denen gehört. Ich wollte mich eigentlich auch heute nochmal umschauen, ob der Van immer noch an derselben Stelle steht. Vielleicht sind die ja sogar in dem Hotel, weil es ziemlich auffällig wäre und dumm, aber ich weiß nicht, wie gut die... Manchmal ist man am unauffälligsten, indem man eben versucht, nicht zu unauffällig zu sein. Genau deswegen. Die Kunst des Observierens. Jetzt bräuchte man bloß einen Detektiv, der das machen könnte, ne? Dieser Detektiv darf nicht. Ich kann halt nicht draußen gerade die ganze Zeit rumfahren, sonst wäre das genau mein Ding. Du hast versprochen, dich zu machen. Ja. Allerdings verkleidet könnte es wirklich funktionieren, dass ich mich umsehe. Wir wissen nicht, wer dir alles an den Hacken hängt. Wir wissen nicht, was Amanda alles kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Amanda nicht groß fackeln wird, deinen Kopf von einem Silbertablett zu servieren. Also. Wobei sie da eigentlich keinen großen Grund zu hat. Vielleicht möchte sie sich noch beliebter machen. Vielleicht strebt sie noch nach einem höheren Amt. Höher als Seneschall? Prinz. Ja. Nein. Sie wird allenfalls vielleicht einen dafür drüber gekriegt haben, dass sie so einen Stümper empfohlen hat wie mich. Aber ich denke nicht, sie wird mit Aufmerksamkeit... Vielleicht möchte sie diesen Fehler ausmerzen. Ja. Dass sie dann einen fähigeren Sheriff vorschlagen kann. Sam. Frage ist, wie viele andere Kandidaten gibt es überhaupt hier? Tja, der Prinz muss auf jeden Fall Teil der Camarilla sein. Wie auch immer,
ich will es euch nicht unterbrechen, aber ich weiß, vielleicht sollen wir das auch nicht alles hier besprechen. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwer zuschaut. Weißt du, dass... Egal, wo wir sind, das könnte uns immer jemand zuschauen. Das ist das Problem. Wolltest du ja nur mal anmerken. Das ist das Problem. Irgendwann. Scheißvögel. Esse ich nur noch Hühnchen. Ja, es schauen gerade genau. Moment. 25 Leute zu. Oh. Das ist ja wer von euch ist die Krähe, die uns verpetzt? Krähe. Okay, aber, also was genau ist denn jetzt der Plan? Ich werde das erstmal sichten und dann dann schaue ich mal, ob Bruce ja was rausfindet, dann lege ich die Sachen für mich zusammen und wenn ich dann denke, es ist gefahrlos, dann kann ich vielleicht versuchen, in Verkleidung, da könntest du mir vielleicht helfen, Angela, tatsächlich mal rauszugehen, um mich umzusehen, ganz grob. Es muss dann aber wirklich so sein, dass mich keiner erkennt. Richtig. Kann der wahrscheinlich irgendwie helfen. Mal schauen. Krempel so sein Ärmel hoch. Blond oder dunkelhaarig? Krempel so sein Ärmel hoch. Naja, als Mettler oder so gehe ich sowieso durch, wenn ich will. Da hätten wir schon ein Problem, dass deine Tätowierungen ziemlich auffällig sind. Jeder, der dich beim Elysium ein bisschen genauer angeschaut hat, wird sie wiedererkennen. Lange Ärmel. Die Ironie ist, dass die meisten sich tatsächlich nicht näher ansehen. Ansonsten kaufe ich einfach eine Menge gute Foundation und Camouflage und baden würde ich da einfach mal drin. Das wollte ich schon immer mal machen. Ist die nächste Folge dann Makeover. Angela's Beauty Palace. Diese Folge muss ich auch schon umbenennen hier. Sorry, not sorry. Gut, dann steht das ja fest. Die Sachen jetzt bei mir lagern oder bei Sam? Ich denke mal, das... Vielleicht könnte ich es aufteilen, dass nicht alles an einem Ort ist. Das könntest du auch tun. Dann teilen wir es auf. Okay. Was kommt wohin? In welcher Teil wohin? Wenn du weiter bei Sam bleibst, vielleicht die ganzen Sachen, die du nicht anschauen sollst, erstmal zu mir. Die Sachen, die er sich nicht anschauen soll, die habe ich in der Zwischenzeit schon ins Auto geladen. Die schaffe ich weg. Die schaffst du weg, hast du ja gesagt. Ja. Ich brauche eine extrem gute Internetverbindung. Wo ist das bessere Internet? Bei dir oder im Club? Wir haben Internet. Ich kann jetzt nicht besonders viel zur Qualität sagen, weil ich selber habe es noch nicht benutzt. Ein Jelly wird das wahrscheinlich eingerichtet haben, wenn die öfter da ist. Ja. Jelly hat am Anfang war sie ein wenig unglücklich, aber sie hat es hingekriegt. Okay, dann mache ich diese ganze Computersache bei dir. Und die anderen Sachen, die kommen dann zu dir, Sam. Erstmal. Ich kenne Jellys Passwort-Algorithmen, die sie normalerweise verwendet. Da komme ich mit klar. Ansonsten hat sie mir das Passwort tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich kann dir sagen, dass das... Also ich weiß nicht, wie ihre Passwort-Algorithmen normalerweise sind, aber sind seltsame Lebensmittelmischungen normalerweise Teil ihres Algorithmus? Leider ja. Bananen-Gummireifen. Kirschschnitzel-Soufflé. Ja, das klingt nach Jelly. Das war jetzt übrigens nicht das momentane Passwort. Das war das erste Passwort, was sie eingerichtet hat. Dann hat sie sich anders überlegt.
Gut. Glasscherben Nierenkuchen. Gut, dann steht das schon mal fest und wir bleiben, so gut es geht, in Kontakt. Ja, ich fahre beim Dingens nach, bei Henry nach. Ich schaue mich mal um, wie das bitte bei der Polizei aussieht und ich mache mich auf zu den anderen Minen. Vielleicht ja dann noch die anderen Bruha, hey. Oder die Kojoten, die Kinder entführen. Oder den Hexenzirkel. Oder den Dämon. Ich drück dir Daumen, dass du es nicht tust. Ich auch. Ja, wenn ich auf die Uhr gucke, ist das auch gerade ein schöner Punkt, um Cut zu machen. Ihr räumt das Zeug leer und verteilt es auf die beiden Unterkünfte. Und ja, sind wir heute doch nicht ins Hospital gekommen. Ich bin um die Maikravianer wieder herumgekommen. Sehr schön. Mach so weiter und ihr werdet sie nie sehen. Und treffen. Es wird der Tag kommen. Ja. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Haben wir zumindest die Sache irgendwie geklärt, was mit Ronans Sachen ist. Ja. Und gucken, wie Sam die unliebsamen Griffstücke los wird. Ja. Ah, ist schon so spät. Ja. Genau, ja. Ja. Alles nur Clickbait. Genau, alles nur Clickbait. Ja. Alle wollten den Malkavianer sehen. Tja. Pech gehabt. Die Spieler wollten was anderes. War wohl nix. Ja. Aber irgendwann muss ich da wohl durch, ja. Gut. Dann sind wir für heute wirklich am Ende. Vielen Dank, dass ihr da draußen zugeguckt habt. Wenn ihr das später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch unten einen Kommentar in der Kommentarspalte. Und wenn ihr da unten sowieso schon mal unterwegs seid, könnt ihr auch gleich einen Daumen geben, ob hoch oder runter, ist völlig egal. Ist dem Algorithmus Wurst. Und am besten ist es, wenn ihr uns irgendwie schreibt, wie ihr es fandet, Verbesserungsvorschläge habt oder uns einfach generell mal loben wollt. Wir hören alles immer ziemlich gerne. Ja. Yep. Also so ein kleines Patsch, Patsch, Patsch auf die Schulter, das reicht. Ja. Und wenn ihr Patreon werden wollt, dann könnt ihr jetzt gleich noch die Aftershow, wo wir ein bisschen über die Runde quatschen, gucken. Aber ansonsten wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend. Und frage noch mal ganz kurz werbemäßig in die Runde, wann gibt es das nächste Mal irgendwas mit Feramin zu sehen? Ich glaube, wenn alles klappt, am 5. Februar. Oder? Muss mal kurz meinen Kalender fragen. Das müsste hinkommen. Ja, ich glaube, wenn alles klappt, dann am 5. Februar. DSA bei Rerion. Ja. Neue Runde, ja. Am 2. Februar sind beide übrigens auch zu hören, aber nicht zu sehen. Ist denn dasselbe auch das nächste, was mit Rerion ist? Ja, das ist ja so ein Zufall, ne? Der ist ja quasi, denn am 5. startet es endlich das angekündigte lange Projekt. Da beginnt die Simjala-Kampagne auf meinem Kanal. Dann wahrscheinlich Jahrzehnte laufen. Ja, besonders, weil ich danach noch eine zweite Kampagne spielen will. Also ja. Irgendwann so im Altenheim, so, wir müssen noch eine Stream machen. Das machen wir mit der G7 bei Mischka doch schon. Aber ja, da startet die endlich. Dann gibt es endlich DSA, richtigen DSA-Content auf meinem Kanal, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen peinlich. Skandal. Das ist ja nur Klicks. Ja, genau. Alles Klicks abgreifend. Ja, da seid mal gespannt. Da habe ich auch ganz tolle Leute dabei. Und das wird unterhaltsam. Und da habe ich natürlich auch Feramin gleich wieder mit eingekauft. Weil sie stand da so rum und dann habe ich sie gleich mitgenommen. Ja. Und Kakko?
Ja, tatsächlich, das nächste Mal gibt es wieder morgen was. Und zwar auf dem Kanal von Mishcon Quantum Place. Da spielen wir Schattenjäger weiter. Die Kampagne, die jetzt schon seit mehr als 2 Jahren läuft, also die jetzt zu erklären, es geht immer noch um den Krieg der Freihändler und ja, wir bauen gerade uns, also gerade mein Charakter baut sich so ein feines Informationsnetz auf. Das ist ganz nett. Also auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, wenn ihr einfach das, also Vorwissen wäre ganz gut zu haben. Ansonsten ist das eigentlich mal ganz nett. Das gibt es halt morgen, 20 Uhr, Mishka und Quantum Place. Und last but not least, Lilio. Ja, bei mir sollte es dann am Mittwoch weitergehen mit D&D, hoffentlich. Bei Claudine auf dem YouTube-Channel. Claudine spielt, heißt der, ne? Ja. Genau. Genau. Da gibt's dann Storm King Thunder, oder was sie heißt? Genau, Storm King Thunder. Eine der etwas neueren Kampagnen. Wo er mittlerweile schon im Mittelfeld von Dungeons and Dragons. Bestimmt riesig. Genau, es wird sehr riesig. Badumts. Beziehungsweise ist schon riesig geworden. Vielleicht wird es noch riesiger, wer weiß. Ja, und mit Vampire geht's weiter, wenn alles klappt, in 2 Wochen. Schauen wir mal. Und ich wünsche euch allen schönen Abend. Ja, wir haben letztens jemand in die Kommentare geschrieben, Carpe Noctem, das finde ich irgendwie ganz gut. Macht's gut. Tschüss. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.